geschoben, doch am Ausstellenstaub erkoren, durch Meeresweit zu Kranger kühn, ihr Zorn den Götter selbst entfliehen. Da sind wir wieder, der labert mir hier der Lukas einfach rein. Ich werde total verwirrt, ne? Meine Lautstärkeregelung an meinem Kopfhörer funktioniert nicht. Ja, warum machst du das denn auch nicht anders? Ja, weiß ich nicht. Ich habe keinen ITler hier. Sag nochmal was. Hallo. Das geht doch gar nicht. Ich kann hier nichts einstellen. Was ist das? Ich konnte immer lauter und leiser drehen. Das geht auf einmal nicht mehr. Oh, oh. Aber ihr könnt mir da eh nicht helfen. So, Freunde, ich würde sagen, wir legen mal heute los. Ich muss euch noch hier Sirenscape Player machen unbedingt. Ist der jetzt tot oder was? Nee. Besser. So, wir labern hier gar nicht lange rum, Freunde. Erstmal herzlich willkommen an alle, die im Chat schon da sind und die jetzt hier auf unseren Vibe warten. Nicht auf unser Vibe, sondern auf unseren Vibe. Man höre auf die leichten, dezenten Unterschiede. Ja, und dann würde ich nämlich sagen, habe ich jetzt Twitch wieder getötet oder was habe ich damit gemacht? Ich glaube, ich habe Twitch getötet. Da ist Twitch. Okay. So. Gut. Ja. Freunde. Ich würde sagen, ich zoome euch ein bisschen näher rein, damit ihr auch das ganze katastrophale Ausmaß hier gut mitverfolgen könnt. Und dann sind wir, glaube ich, am Anfang einer neuen Runde. Ne? Ich liebe es, wenn wir mit Kämpfen rein starten. Welcher Dunkelelf ist denn das hier? Ach, guck mal da, der da hinten. Der auf den liegenden Allergio schießen tut. Ich bin dran gewesen. Das wollen wir nochmal festhalten. Da hast du nicht Nein, wir haben diese Runde zu Ende gespielt und haben dann gecuttet. Ich mache keine Runde mittendrin zu Ende. Der Dunkelelf ist vor dir dran. So, und der ist lustig mit seinem Bogen auf dich am Schießen, glaube ich, ne? So war, glaube ich, die Nummer hier. Zeig dem doch mal deinen Adelstitel. Ja, das finde ich auch mal eine gute Idee, ehrlich gesagt. Aber ist ja eine neue Runde. Du hast ja eine frische Aktion, wobei du liegst, glaube ich, ne? Aber hatte er nicht eine Aktion genutzt, um aufzustehen? Ja, das er hat sein Heiltrank doch getrunken. Ja, kann sein. Er hat auch liegend nicht mehr drin. Hat er bestimmt gerade schnell rausgenommen. Er war nämlich so früh da, der Peter. Er hat mich schon gewundert, ehrlich gesagt. Bin ich immer, Bödi. So. Und toll. Der nächste Pfeil, wie Boromir, ja, hockst klasse. Du da so in der Ecke und merkst halt, wie so jeder Pfeil bei dir einschlägt. Ne? Ja, ja.
Naja. Doch, aber welche hat denn da jetzt geschossen? Ach, der ist ja scheißegal. Es war der, der auf mich geschossen hat, weil er gerne schießen wollte um diese Zeit. Jetzt ich nehme meinen Heiltrank, entkocke den wieder und schocke ihn damit, dass ich jetzt hier auf dem, was ist das, der 8 plus 6 oder was war das, ne? Oder wie rum war das? Kannst du einfach umgekehrt? Den wie macht man das? Was denn? Im Inventar kannst du einfach Rechtsklick machen. Rechtsklick auf die Raute oder wo? Nee, einfach auf das Item an sich und da kannst du dann irgendwie anwenden. Ja, weil ich bisher immer eigentlich damit rausgekommen bin, einen Heiltrank zu trinken. Jetzt schießt der auf einmal doch nochmal als erster. Das bringt mich hier ein bisschen nervöser. Ja, du musst einfach nur Rechtsklick auf den Heiltrank und dann Gegenstand verbrauchen. Und dann auch nochmal auf das Item drücken oder wie? Hat das schon gemacht? Dann hat er schon gemacht. Ja. Dann bist du wieder geheilt ein bisschen. Oh ja, das ist sogar gar nicht schlecht. Zumindest vorübergehend. Ja, das reicht ja wieder für die nächste Runde. Ach, ich bewege mich noch. Ich stehe auf. Wenn ich, ach nee, ich stehe ja nicht. Du stehst. Entschuldigung. Du kannst dich bewegen, alles gut. Dann laufe ich rüber. Scheiße, nein. Geh wieder zurück. Duck ich mich hier ab. Nämlich genau vor Lana duck ich mich ab. Du Unglücksrabe. Okay, gut, dann wäre dann wäre der zweite Dunkel. Ach, der Dunkelelf ist an der Reihe. War der irgendwie nochmal Initiative geworfen? 4, 5, 6, 7, 8. Du musst nicht alles wissen. Kannst zwar alles fragen, musst aber nicht alles wissen. Ist schon verdächtig, die sind alle vor uns dran. Und jetzt kommt hier der Schrakul. Er schnappt sich wieder den Gunnar. Oh no. Und würde wieder versuchen, ihn zu beißen. Und der weicht nicht mit meinem Bein, der muss jetzt. Ja, genau, aber der versucht sich wieder zu verbeißen. Aber mit einer 19 wird das natürlich leider nichts. So, und dann hört ihr irgendwie hetzendes Bellen und Kläffen von der anderen Seite. 1, 2, 3. Und der Wot guckt doof, als ihm plötzlich so ein Vieh aus dem Nichts anspringt. Noch so ein Schakrul-Ding. Und auch versucht, sich in ihn zu verbeißen von hinten. Na, super. Ja. Also was machst du? Ja, Boot. Muss ja irgendwas machen. Ja, du versuchst. Was hast du gemacht? Nee. Da setze ich garantiert ein Ding. Ach, kann ich nicht, ne? Dafür kann ich keinen Schicksalspunkt einsetzen, ne? Warum? Eine verlorene Parade ging trotzdem? Das ging? Ich meine ja, nur beim Patzer nicht. Ich guck mal kurz. Geht safe. Ja, geht. Wot, stell dir einfach vor, das sind die Frauen, die du loswerden möchtest. Okay, ich guck mal so kurz. Viele. Dann wird die Zahl noch höher. Ja, du, der Wolf, dieser Schrakul, steht ja schon so. Und wartet jetzt auf deine Entscheidung. Ja, ich würde das ja gerne machen, aber ich weiß nicht, wie das klappen soll. Also, Rechtsklick, da ist kein Schicksalspunkt. Nee, kann da Wurf wiederholen, ein Chip steht da. Wenn du auf Rapier persönliche Waffen vom Vote machst, du einen Rechtsklick drauf und dann steht da Wurf wiederholen. Ach da, ich bin schon da drunter. Da, ja. Wurf wiederholen, ja, dann mache ich das. Aber super das, investiert, ey. Das wird nichts, ne? Das wird nichts, mein Freund. Der Schicksalspunkt ist weg und du merkst, wie er so hack, da reinhackt auf jeden Fall. So, da haben wir hier eine Dunkelelfe. Die würde. Boah, was macht die denn? Ich komme mir gerade vor, wie die Leute bei McDonald's, die überlegen, was sie machen, wenn sie dran sind. Ne? Ja, die ist verwirrt wegen Sexy Atlas, ganz klar. Stimmt. Helikoptermann ist da. Guck, der lenkt alle ab. Vergessen nur ganze Würfel. Boah, der Wurt ist aber ganz schön verletzt jetzt, wa? Der hat ja auch ordentlich reingebissen, das Viech. Die würde sich
etwas entfernen und einen Passierschlag riskieren von Gunnar? Jo. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Boah, Matsche. What? Weil die hat doch nicht null... Gunnar. Ja, Moment, euer stimmt was nicht. Doch, die das hat, geht ja alles recht durch und den Passierschlag ihre, ja, die hat aber ihre Platte nicht an. Ja, wenn die 1, 2, 3, Gunnar! Dann hast du sie nicht an. Ja, die hat sie natürlich an. Rüstungsschutz ja, 5 hat die. Wow. Das heißt, da kommen dann 6 durch, ne? Die hat 5er Rüstung? Hm. Er hat genauso eine dicke Rüstung wie ich. Ja, die sieht halt schon jetzt nicht wie eine normale Chakagra aus, ne? Sondern die sieht schon aus, als hätte die was drauf. Super unmodig. Und du siehst, wie sie ihren Bogen anlegt und auf Wot. Ach, nicht auf Gunnar. Sorry, Gunnar. Wieso hat die denn jetzt Gunnar ins Target genommen? Dunkelelf gewinnt ge... Hä? Rot, was ist das für eine Rüstklasse? Für eine... Achso, eine 15 ist ja... Ja, ich war bei D&D. Entschuldigung, alles gut. Alles gut. Der Wot kann bitte eine Parade machen. Oder eine Ausweichen. Ausweichen, meine Entschuldigung. Die trifft mit einer 15? Ach, du kannst ja gar nicht ausweichen. Du bist ja da an dem Vieh dran, ne? Minus 2. Ich geb dir kein Ausweichen. Macht direkt Schaden. Die trifft mit einer 15? Mhm. Und du merkst, wie halt dieser Pfeil in deine Schulter einschlägt. Shit. Der Elf kommt hinterhergerannt. Und Alrigio weiter ins Target. Er läuft jetzt aber in die Falle, ne? Ist ja klar, wir haben ja alle gezogene Waffen. Ey, das kannst du auch mal irgendwann eine 10 oder so wenigstens mal würfeln. Nein, ich hab doch ein Cheat-Programm drauf. Ach so. Ja. Ich hab doch www.cheat-to-makes-a-stream-spannend drauf. Echt, ey, ne? Das ist zu reibungslos letzte Mal gelaufen. Ne? Da muss jetzt erstmal Deus Ex Machina kommen. Boah. Und alles irgendwie zerfleischen. Ne? Und genau. Jedes Mal dann auch solche Treffer. Das ist ja auch kein normaler Buch. Wirklich, ne? Ja, da sind ja auch Dunkelelfen. Ich sag euch mal so, ich bin nicht da reingegangen. Ich hab nicht bis 3 gezählt. Ich hab auch nicht bis 3 gezählt. Hab gezeigt, weil ich im Kindergarten gelernt habe. Wurde ja noch gefeiert dafür, dass das so toll ist. Nein. Wir müssen uns darauf einigen, dass wir eigentlich Gunnar reinrennen lassen und zusammen irgendwelche Enchantings Spells lernen, den einfach zu motivieren. Dann stehen wir daneben, Atlas tanzt mit seinen runtergelassenen Hosen, wir schauen einfach Gunnar an. Aber unbestätigt. Du siehst, wie dieses Chakagra-Schwert auf dich herabeilt. Alter, einen nur, den gibt's doch wohl nicht. Alter Schwede. Da kommen wir noch nie vorwärts hier. Nee. Doch, ist gut doch. So. Lass das mal. Atlas in Menschengestalt ist dran. Ja, der wird sich an Kjell festhalten. Kjell, du machst das! Mein bester Freund. Kann er sich nicht zum Rattenjungen da wieder mit meinem Bogen. Okay, dann bekommt der Kjell einen Abzug von minus 2 auf seine nächste Aktion. Boot ist dran. Ja, also wenn die Lana wieder anpackt, ist dann, als wenn zwei loslassen. Scheiße, Boot, Mann, du hast das Fieder am Bein. Das Viech war relativ nicht so ganz geil, ne? Also, das war nicht so ganz geil. Das kann jede Runde Schaden machen. Ja, das macht keine Reaktion, das nimmt deinen Schaden hin. Ja, ich dreh die Klinge. Ah, okay. Das kannst du machen. 2 Punkte waren das, ne? Mhm. Okay. Gut, du drehst nochmal die Klinge und du siehst aber, dass dieses Vieh anscheinend den Schmerz ignoriert. Ilana! Nee. Ach so, Entschuldigung. Geht das schon wieder los? Oh, komm, ey! Du hättest safe eine 6 gewürfelt und ich wieder mit diesem 1-2er-Salat. Es kotzt mich an, echt. Was hast du denn? Ja, was denn? Scheiß Schaden. Ich fühle das so. Du hast doch eine Klinge. Was regst du dich denn so auf? Ja, was regst du dich denn so auf? Ja, also.
Regio so. So den ganzen Abend. Ilana. Ja, ich würde mal einen Bogen spannen. So, also eine Aktion. Oder nee, warte, ich benutze einen Wurfstern. Ja, wir bitte auf diesen Ratten-Typen da unten. Nee, auf die mit der Rüstung. Und ich würde sagen, ich bin die Einzige, die Wurfstern schlagen darf, du Miststück. Die siehst du von da aus gar nicht, da musst du dich erstmal bewegen. Ich sehe die aber. Also bei mir hast du da eine blockierte Sichtlinie. Wahrscheinlich, weil du von ihr aus guckst und Ilana... Nee, wenn ich die Ilana markiere, ist die im Schatten. Die neben meinem Besen ist? Ich sehe die. Ja. Dann gehe ich einen Schritt vor. Okay, das geht. Kannst du nicht besser auf den Rattenjungen da schießen? Das kriegst du ja wohl alleine hin. Oh, bitte, ey. Das kriegst du wohl alleine hin. Danke. Ja, ich habe auch noch... Ich krieg voll viel Minus. Das geht eh nicht gut. Guck. Ey, die hat vorhin 15 getroffen. Ja, du ziehst deinen Bogen und schießt auf sie, aber sie mit einem Streich ihres Schwertes schlägt, also mit dem Bogen quasi schiebt sie es weg. Kjell, mit einem Modifikator von -2, weil ein nackter Mann an deinem Arm hängt. Oh, bitte, Kjell, ich habe hier diesen Rattentypen. Deswegen, also ich kriege natürlich dann auch direkt Schlagseite, weil ich ja dann einen anderen Support habe, der mich stützt. Wenn das jetzt wegen Atlas in die Brüche geht, ne? Ich muss ein Stück vorgehen, genau, damit ich hier direkt... Ich bin quasi hinter dir, Rot, und schieß dem Vieh zwischen die Augen. Was soll schon schief gehen? Soll das denn gehen? Also da müsstest du dich schon hier... Okay. Kannst du denn im Nahkampf schießen? Ja, ne. Hat die doch auch gerade gemacht, die alte Hexe. Die hat doch auch auf mich geschossen, als der Rattenjunge schon in mich gebissen hat. Die ist aber auch eine Chakagra, das darfst du nicht vergessen. Das ist ja eine Chakagra. Der Besen, da ist auch noch im Nahkampf bei ihr. Kjell hat auch Chakagra-Blut. Also, das ist jetzt... In mir, an mir, überall. Überall ist Chakagra-Blut. Von da, wo ich mich jetzt hingestellt habe, sehe ich den nicht. Also ich sehe ihn jetzt, aber wenn Micha sagt, ey, nee, da ist eigentlich eine Wand. Ja, doch, von da, aber ja, also wenn du ihn richtig treffen willst, dann bitte dahin. Okay, wenn ich dafür dann nicht Nahkampfangriff machen muss, dann... Und dann siehst du aber auch, dass da hinten noch ein anderer Dunkelelf angerannt kommt, ne? Ach du Scheiße. Ja, dann natürlich trotzdem zuerst auf das Vieh, was hier in unseren Adling beißt. Ja, genau. Rettet Wot. Kinder rettet und Wot zuerst. Wot zuerst, Kinder. Nee, Moment. Wot zuerst, weil Kinder kannst du genug machen. Es war. Du lernst wirklich gut. Also. Ich hör zu. Fetten Respekt. Also langsam fühlst du die Attitude. So, Kriegsbogen hier. Immer drauf. -2 hat er gesagt. Den hast du ja jetzt stehen lassen. Ja, ich habe jetzt -2 gemacht. Der hätte die 12 getroffen. Ja, 13 muss ich. Ja, dann macht einen Schaden. Geil. Aber auch noch -3, ne? Aber ja. Okay. Boah. Ja! Und guck, der Support von Atlas hat's gebracht. Das Vieh hängt immer noch in deinem Bein. Scheiße. Atlas! Jo! Jo! Wie das das Vieh drauf kloppen. Ich kann den aber leider gerade nicht zur Hilfe kommen, deswegen muss ich mich erstmal um das Gegner um mich rumwachen und würde einfach mal mit meiner Axt auf den anderen Chakagra, nicht Chakagra, auf den Chakul einschlagen. Ja, dann mach das mal. Der Chakul versucht auszuweichen. Schafft es aber nicht. Gut. Dann ist der Besen dran. Lass den Besen auch mal auf das Viech einschlagen. Dann geht es vielleicht schon tot. Dann haben wir einen weniger. Ja, okay. Ja, der würde wohl zur Hilfe kommen. Ach. Ja. Da. Okay, stopp. Ihr mit eurem Fuck, ey. Ganz gerne Passierschlag machen. Okay, gut, dann ist der Besen dran. Ja. Ja, ich finde ja, also mal an die Community, ne, ich finde ja, die sind total overpowered hier. Mann! Ich das so sehe, wie der Besen jetzt hier auf den Chakul einschlägt und nicht trifft. So, willst du den Besen behalten? Ja. Okay.
Gut. Weil er einfach meine ganzen Zauberpunkte raus. So. Moment, der Durchgang ist hier wohl versperrt. Oder waren die Bomben? Halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht, welcher Durchgang ist versperrt? Da, wo der Vorhang hängt. Und die können nicht durch einen Vorhang gehen? Da steht ja der eine Chakagra vor. Wie macht er das denn? Geht er da drum rum und tänzelt da kann ich einmal sagen, hin? Du, darf ich mal eben vorbei, so wie ihr das auch die ganze gesagt? Zeit macht? Hat er das gesagt? Hat er gesagt, du, darf ich mal eben vorbei? Und der andere hat gesagt, ja, natürlich. Meine Mutti hat mich ja gut erzogen, klar darfst du eben vorbei. Aber nur, wenn du mich dann gleich auch wieder vorbei lässt. Und ja, dann ja, gesagt, damit, ja, klar, wir machen das immer abwechseln, bis da keine Heiltränke mehr hat. Genau so machen wir das. Ja, genau. Ja, aber ja, ohne 10. Aber ich muss jetzt, ja, immerhin eine 10, zweistellig. Das, immerhin, wir nähern uns dem Ergebnis, das wir haben wollen. Haben denn die Chakrul mehr Leben bekommen? Regenerieren die Leben? Das geht dich erstmal gar nichts an und zweitens weiß ich gar nicht, was du meinst. Ja, doch, hast recht. Also meiner war gerade dem Tode nah und ist jetzt nur noch schwerst verletzt. Ja, die Chakrul war schwerst verletzt und war ja. Nur noch, ist jetzt verletzt. Mein Pfeil hat ihn geheilt. Ja, tatsächlich, die waren ja auch noch nicht imbar genug. Er saugt sich gerade an einer adligen Lebenskraft. Wird wohl falsch. Kann schon sein, dass ich denen so eine Sauerei gegeben habe. Ach. Ich habe die ja selber erfunden, ne? Sind ja von mir. Das wundert uns gar nicht. Meine fiese Schöpfung. Vierbeinige so. Viecher, die auf dich gehören. Das ist doch genau dein Ding. Genau, das ist genau mein Ding. Alrigio, du bist dran. Halt Trank. Ja. Steht dem Tode nahe. Ich werde fliehen. Ich gehe hier raus aus dem Dings, aus dem Kampf und trinke dann erstmal, bis ich wieder genügend Lebensenergie habe. Okay. Du kannst mir sagen, wann ich wieder eingreifen darf. Ilana ist empört. Ja, das so, darfst du denn bei dem Tode nahe dich überhaupt noch bewegen? Ich bin tot und bewegungsunfähig. Also ich durfte das nicht, aber ich bin auf 20 Meter runtergefallen. Aber ich will ja auch nicht und so schnell. Und dir hat ja auch jemand geholfen, Ilana, da wollen wir ja mal was sagen, ne? Wenn man immer nur alleine gelassen wird, ja, kann es jetzt schwierig mit ihm. Ich will ja da auch nicht so streng sein. So, der der Elf da hinten würde den Chakrul verzaubern. Ach, scheiße. Alles passiert? Das sieht doch gut aus. Ich hätte fast Alrigio auch noch Körperkraft gegeben. Der war noch mal ein Target. Geil. So, jetzt ist der Chakrul unten dran. Da steht aber, der muss den berühren dafür, ne? Hä, was? Ja. Wo steht das? Reichweite berühren, ja. Ehrlich? Ja. Das ist ja gemein. Okay. Ist so. Das na hast gut, du schon die ganze halt Zeit gemacht. Ja, ne? Mann, jetzt sei doch nicht so streng mit mir. Jetzt sei doch nicht so streng mit mir. Dafür ist der eine Chakrul jetzt aufgestanden und der andere hat sich ja verbissen in den Vot und macht jetzt einfach cool Damage. Der so muss einfach, keine Attacke würfeln? Nee, weil er sich ja verbissen hat, braucht er nur so einfach. Ich hab doch auf den draufgeschlagen. Oh, hier, macht Damage da. Ja, aber warum hat der denn nicht losgelassen, als ich den zweimal auf den Kopf gehauen hab? Weil der total imba ist. Das war, und ich bin jetzt gleich tot. Rot, warum bleiben Menschen so lange in toxischen Beziehungen? Nee, warte mal, Kjell gewinnt gegen Chakrul, was ist denn da jetzt passiert? Also nochmal, also der ja, kriegt seine 10 wieder plus und der Vot kriegt die 10 nämlich minus. Oh. Und ihr seht, wie der Vot nein zu Boden geht. Bitte Scheiße. Dass du, glaube ich, bei Bewusstsein bleibst. Wahnsinn. Mystischer Erfolg. Ob das jetzt so positiv ist, weiß ich zwar nicht, aber es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Das war eine Selbstbeherrschungsprobe, aber was für eine. Holla, die Waldfee. Was werde ich das jetzt? Ist der jetzt bei Bewusstsein und kann irgendwie noch einen Trank trinken oder genau, was? Genau, richtig, ja. Hast wenn du noch einen hat.
Ja, ich habe noch einen, ich habe noch keinen verbraucht. Also eigentlich müsste ich nur einen haben. Müsste noch mehr als einen haben, hoffe, wir haben uns noch eingedeckt. Gunnar, da kommt ein Schuss von der Dunkelelfe. Naja, immer auch nicht. Und wir eigentlich kriegen alle ihr Fett ab gerade. Du bist nur so super schwer zu verletzen. Nee, ich bin nicht schwer zu verletzen. Ich halte mir Phil aus. Oh oh. Bleibt da, wo ihr seid. Mhm. Yeah. Warum machst du denn wieder volle Energie, Tigre? Ich hab mir drei Dinger gerade reingepfiffen. Das sollte wohl reichen. Drei Dinger? Du warst sogar nie dran. Ich glaube, du kannst nur einen. Einer ist eine. Darf man nur einen nehmen? Ja, ich habe gedacht, er sagt mir wieder Bescheid, wenn ich wieder dran bin. Deswegen habe ich gesagt, so lange trinke ich meine Heiltränke, bis ich wieder voll bin. Ja, dann darfst du gerne, wenn du dran bist, wieder Heiltränke trinken. Aber du kannst doch nicht da ein bisschen paar Meter rausgehen und du dir dann da drei Heiltränke. Gesagt, ich habe gesagt, ich bleibe so lange aus dem Kampf stimmt, raus, aber. Bis du wieder sagst. Und ja, dann trinke ich so lange die Heiltränke auch. Ja, aber die lassen gesagt. Dich ja aus dem Kampf gar nicht raus. Also, was hast du denn gewürfelt? Weiß ich nicht, das zeigt mir ja nicht an, oder? Macht das automatisch. So. 11. Die 11, kannst du jetzt die würfeln? Wie viel hattest du denn ich vorher? Ich soll da nochmal draufdrücken. Ich hatte vorher, weiß ich nicht, als ich rausgegangen bin, war ich dem Tod und nah, da hatte ich 4 oder was? Ja, dann so. 4 hat er gehabt. Da will der hier bescheißen ohne Ende, ey. Freunde. So, warte mal. Weißt du was? Heiltränke, sagst du 3 Stück. Ich komme um 23 Uhr wieder rein. Nee, du bist ja so. Heiltränke habe ich dir wieder 5 gemacht. Ja, danke schön. So, jetzt schießt dann erst. Dann geil. Du kannst aber jetzt den einen Heiltrank, den darfst du jetzt noch nehmen. Ist ja, den hast du ja jetzt gerade nicht genommen oder also genommen, als ich nicht da war. So, wenn ich die Aktion jetzt noch frei habe, dann gehe ich voll aus dem Kampf raus. Ich laufe einfach durch die Tür. Wir müssen dir sonst den Support-Atlas hinterher schicken. Der stützt dich. Ja, dann dürftest du die doppelte Reichweite geben, wenn du jetzt noch eine Aktion frei hast. Dann würdest du quasi hier bis zur Tür kommen und dann wärst du da raus. Dann würde tatsächlich der Dunkelelf die Ilana ins Target nehmen. Oh oh. Held. Aber weißt du was, der wird dann hier rangehen komplett und dann im Nahkampf angreifen. Ja, ist doch auch scheißegal. Nee, jetzt bist du da hinten. Ich hab gar nicht gesagt, ich geh raus. Du hast gesagt, ich nehme eine komplette Aktion und gehe dann aus dem Ding raus. Ich verstehe die Diskussion nicht. Dann möchte ich meine 31 Punkte wieder haben und... Nein, die kannst du ja gleich, wenn du dran bist, kannst du ja eine Pulle saufen. Ilana. Mein Gott, nee. Es wird um alles gefeilscht hier. So, Ilana versucht, den Schlägen auszuweichen, schafft es aber tatsächlich. So, die nächste Dunkelelfe ist dran, die beim Gunnar steht und versucht auch den weiter runter zu prügeln. Dann versuche ich wieder aufzuwehren. Aber das klappt nicht. Ja, nicht ganz zumindest. So, wer ist jetzt dran? Der Atlas, der Nackte. Der kriegt jetzt so langsam auch Schiss. Kann er nicht wie so ein Hund mit so einem Körbchen am Halsband so einen Heiltrank liefern? Ich hab keine. Oh. Ja, der würde tatsächlich, boah, fuck. Kann er nicht einfach einen von Wot klauen und ihm einflößen? Der hat da bestimmt so eine Tranktasche oder sowas. Zwischen seinen Arschbacken. Ja, kann er irgendwie. Kann er helfen? Ich kann ihn noch nicht bewegen, tatsächlich. Wahrscheinlich steht er in der Wand oder was? Ja, sonst würde der probieren, nach unten zu gehen und den tatsächlich dem Wot zu helfen. Dem Wot? Ja. Also der will hier auf den Schrakul oder auf wen will der drauf? Nee, der will mir helfen, der will mir einen Schluck geben. Ja. Der ist nackt. Ja, und das der kann dann seiner Tasche kramen und dem der probieren. In welcher Tasche kramt ein Nackter? Im Ach, beim Wot. Das war das völlig normal. Ach so, hat der Wot denn noch einen Heiltrank? Ja, ich habe 5 Stück noch. Okay. Ein nackter Mann kann in Wots Tasche kramen. Kehl, schreib das auf. Das unbedingt, finde ich auch. Das schreibt keiner auf. Okay. Bei
die hat er jetzt nicht drauf gemacht, oder? Wie meinst du das? Die Punkte hat er jetzt bei dir nicht drauf gemacht. Manchmal macht er das manchmal nicht ganz komisch. Wahrscheinlich hast du wieder irgendeinen von deinen Leuten hast du jetzt geheilt. Das ja, kann, genau. Nee, ich habe keine, ich habe den Gunnar im Target. Ja, aber ich habe keine Punkte dazu. Aber bekommen. Da steht auch, Wot vom Woronsberg benutzt Heiltrank. Der Effekt wurde auf Wot vom Woronsberg übertragen, aber haben keine Punkte. Okay, Wot, dann wärst du dran. Also ich habe jetzt wieder 13 Lebenspunkte steht da. Jo. Und ich stehe. Ich könnte jetzt theoretisch noch einen trinken, macht aber wenig Sinn. Du liegst gerade. Ja, aber ich kann ja von unten schlagen. Du kannst mit einem Malus von unten schlagen, du könntest aber auch einen Heiltrank nehmen oder so. Ja, dann nehme ich noch einen Heiltrank. Oder aufstehen. Kann ich nicht im Aufstehen einen Heiltrank trinken? Ich meine, El Tigre konnte von auch weglaufen und einen Heiltrank trinken. Ich meine, nee, der El Tigre ist doppelt gelaufen und der konnte dann keinen mehr nehmen, nein. Also kann ich jetzt aufstehen und einen Heiltrank trinken? Ja, das würde gehen. Dann würde ich das machen. Okay. Ich gehe auf Heiltrank. Aber bitte nur einen und nicht fünf. Dann gehe ich auf Statuseffekte, ne? Heiltrank, Statuseffekte? Oder wo muss ich draufklicken? Ich trinke die Dinger so selten, weil ich so gut bin. Ich glaube, Rechtsklick. Rechtsklick oder auf nee, Heiltrank doch. Und dann Gegenstand verbrauchen. Ah ja, habe ich verstanden. Da ist er. So, bei dir hat das jetzt auch automatisch übernommen. Gut, dann wäre Ilana an der Reihe. Hat er automatisch gewürfelt. Ach ja. So. Oh, hat ja funktioniert. Das ist ja mal scheiße, ne? Los, komm, mach ich was. Ich probiere meine Hexenkrallen. Nicht schlecht. Da kriegst du aber wohl eine Steigerung für, dafür, dass du den ja zu gut gesprochen hast. Und dann würde ich auf die, die da mich angegriffen hat. Das ist ein Typ. Der. Ja. Weil er keine Manieren hat und eine Frau schlägt. Ja. Mhm. Bei Dunkelelfen werden alle gleich behandelt. Ey. Aber leider kratzt du tatsächlich daneben. Ja, und dann würde ich noch verzweifelt nach Wot. Ilana! Und dann der Kiel an der Reihe. Ja, ich muss das Vier jetzt endlich mal platt machen. Also wieder auf den Schrakul. Komm, gib's ihm ordentlich. Der hängt ja immer noch im Bein, ne? Mhm. Wird dann auch nicht ausweichen. Aber damit, der ist immer noch nicht tot. Das gibt's doch nicht. Nächste Runde heilt er sich wieder mit 800 Leben. Das gibt's ja wirklich nicht. Ja, same procedure, ne? Ich möchte auch meinen kleinen Hund da mal den Kopf abschlagen. Okay. Nach dem Tode nah, mal wieder. Mhm. Da der nicht verbissen ist, versucht er auszuweichen und schafft es auch. Kann ich der Besen ist dran. Ausgeben, dass der das nicht geschafft? Nein, das kannst du nicht. Der Besen ist dran. Ilana, dein Besen. Ja. Der probiert diesen Chakul zu treffen. Sorry, ich habe hier immer so viele Tabs auf, wegen Atlas, Besen, ihr wisst. Du brauchst doch nur, wenn du den Token anklickst, kriegst du doch die Dinger alle unten angezeigt in der Bar. Du brauchst du doch nur in der Bar draufklicken. Nee, da krieg ich schon meine persönlichen. Und wenn du den Besen anklickst, nicht? Geklappt. Warum funktioniert das jetzt nicht? Weil der Besen keine 13 hat wahrscheinlich. Doch, hat er bisher immer. Ja. Aber da steht irgendwas mit QS bei Angriffsmodifikator eingetragen, keine Ahnung, was das heißt. Also, glaube ich, ein Dreier-Qualitätsstufe, der hätte um 10 plus 3 dann, ne? Ja. Mhm. Vergleichs- also, ja, dann mach von mir aus den Schaden. Aber dann brauchst du gar keinen Schaden machen, dann würde dein Besen den jetzt tot kloppen. Toll. Halleluja. So, soll der Besen da bleiben? Mhm. Beste Kämpfer bisher. Okay. So. 1, 2, 3. Hey,
Alter. Wow. Ilana. Der schießt auf dich mit seinem Bogen. Ah, schießt daneben. Hast du ein Glück? Ja, der ist von meiner Schönheit geblendet. Alrighi. Mein einer. Ich bin ja nicht im Kampf. Ich trinke jetzt das Zeug. Ich weiß nicht, wie viel du mir gestattest. Du darfst jetzt, du bist ganz normal im Kampf, in der Kampfrunde und darfst einen Trank trinken. Du kannst ja jetzt nicht da hinten drei Tränke trinken und dann sagen, ja, ich war ja nicht im Kampf. Also einen Trank rein und dann kannst du dich da hochfallen. Runde für Runde. Drei Trankrunden gibt es auch eine Bäuerchenrunde. Die ist obligatorisch. Ich würde sagen, weil du ja sonst nichts machst, darfst du dann zwei Tränke trinken. Schön links und rechts einen in der Hand. Edisch. So, du bist doch fast wieder voll. So, der nächste Dunkelelf ist an der Reihe. Der geht jetzt hier auf den Platz, wo gerade das Vieh war und nimmt auf jeden Fall Rot ins Target. Hm. Ja, da der ja noch voll ist, würde ich sagen, macht er mal einen Wuchtschlag auf dich. Oha. Mhm. Wuchtschlag ist nicht gut, ne? Gibt zwei Schaden mehr. Der holt so aus, so. Versucht, aber du kannst den tatsächlich blocken, den Wuchtschlag. Verdammte Axt, so. Wie lange halten eigentlich diese Furcht-Effekte an? Die halten eine ganze Weile an. Das bleibt, den Kampf. Ich meine, 6 Minuten oder sowas. So, was sie sich immer versuchen, irgendwelche Vorteile zu holen. Ne? Ach, hat er auch nicht geschafft. Was, ob hier deine Stärkung ist? Hat er nicht geschafft. Range. Ach ja, das sind Chakar gerade. Das können die. Ja, und Gunnar so. Kann alles in einem Schlag töten. Boah, der Gunnar, ey. 15 Punkte hat er noch. Ah, ich wüsste echt mal gerne, ob ich euch umgekloppt kriege, ne? Wo kommst du? Doch. Na, glaube ich nicht. Och. Ah, die bleibt auf jeden Fall noch dabei. Auf den Gunnar und schießt weiter. Na, 6. Gunnar, der Pfeil kommt angeflogen. Fang ihn mit der Hand. Ja, das ist. Aber mit dem Mund und zerkau ihn. Oh, Gunnar, 4 Punkte. Ja, der Petzi hat einen Heiltrank erhalten, sehe ich hier gerade. Was ist, wer macht denn. Wer ist denn jetzt. Was ist denn hier los? Wer versaut mir denn hier so? Das gibt's doch wohl gar nicht. Boah, ablehnen. Ich gerne haben. Ablehnen. Ganz viel Liebe. Gar nicht geschrieben für wen, ne? Doch, Petzi. Steht doch, Petzi hat Heiltrank erhalten. 10.000. Ich hab den gekauft, Mann. Ach, du hast den gekauft. Nee, das geht. Ey, Alter, ne, das gibt's nicht. Aber die Community kann ja mal gucken, ob die einen Heiltrank kaufen kann. Das geht nicht. Geil. Alter, der versucht. Schade, hätte ich gedacht. Gunnar. Kacke, wenn man ehrlich ist, ey. Ah, großartig. Liebe Community, ihr könnt gucken, ob ihr Heiltränke kaufen könnt. Das könnt ihr mit Sicherheit so oft, wie ihr schon hier wart, alle. Ich kenne euch ja schon alle mit Vornamen. Ich weiß ja schon, wie eure Mutter euch geboren hat. So lange seid ihr schon hier. Und von daher haut raus. So, der Dunkelelf, der versucht, die Ilana weiter zu bearbeiten hier. Und würde treffen, Ilana. Hey. Ah, Ilana sinkt auf den Boden. So, die Dunkelelf. Auf den Boden oder auf den Boden? Was habe ich denn gesagt? Weiß nicht, ich frage, ne, ob du dem oder den gesagt hast. Den habe ich gesagt. Achso. Wieso? Fängst du jetzt hier an mit Grammatik oder was? Hätte auch sein können, dass sie singt. Ach so. Auf dem Boden. Nee. Gunnar. Wäre schöner. Perle hackt auf dich ein. Mit all ihrem Hass. Wie kann ich denn mit einer 3 Misserfolg haben? Na, 3er, weil du so viele Dings drauf hast. Ich eben schon mal versucht habe auszuweichen. Bei dem Bogen hätte ich das nicht gemacht. Furcht minus 2, Schmerz minus 1, Verteidigung je minus 3. Hätte ich das schon öfter ausgewichen bist. Hätte es jetzt funktioniert. Das kann sein, da muss man halt schon gucken. Ilana, soll der. Nee. Neues Intervall bezahlen. Hä? Was ist das? Du hast mich eben schon gefragt und abgezogen. Nee. Dürfen wir denn keine Runden mehr spielen? Ja, doch.
Wo waren wir denn jetzt? Warte mal. Ich bin, glaube ich, dran. Der letzte Dunkelelfer dran. Jetzt ist er. Da bin ich dran. Nee, der erst der. Du warst doch gerade dran. So. Wenn du mich aus der Runde rausnimmst und jetzt. Atlas ist dran. Atlas würde einen panischen Schrei loslassen und dann würde der probieren, die Lana aufzufangen. Natürlich. Ich bin mal gespannt, ob du gleich weinst, wenn Atlas tot ist. Ja. Was macht Atlas? Der versucht, dich aufzufangen? Achso, ja. Weil du zu Boden sinkst. Okay. Ja. Wut, du siehst, dass Atlas von deiner Seite weicht und plötzlich zu Ilana rüberspringt, die zusammen sagt so. Oh. Ja, und dann würde er sich aber wahrscheinlich zurückverwandeln und bei der verstecken. Dann würde ich Atlas zu verstehen. Ach, jetzt verwandelt er sich auf jeden auf einmal zurück. Nein, der soll Mann bleiben der. Und sich einfach als menschliches Schutzschild auf dich werfen. Nackt. Und Ilana so, oh nein. Also so verkehrt rum und dann so auf allen Vieren, sodass sich kein Pfeil mehr trifft. Nein, sie hat gesagt, also sich zurückverwandeln. Ja. Wut, du bist dran. Ja, ich hau auf den Typen da ein. Und dass diese Geschichten, wie man aus Versehen nackt aufeinander landet, passiert das so? Ja. Ich will mit sie reden, Kiel. Oh, du kämpfst gegen den Dunkelelf? Ja, sonst. Der versucht, deinen Angriff zu parieren, schafft er aber nicht. Unglaublich. Nee. Klinge wird der gedreht. Der hat auch seine Rüstung nicht an. Nächster Schlag. Scheiße. Und denk dran, ich drehe die Klinge, ne? Überrascht, die haben keine Rüstung an. Ja, ich habe nur vergessen, die anzuziehen. Ja, ist zu spät. Scheiße. Boah. Schicksalspunkt ausgeben. Nee, nehme ich auch. Ich nehme Schicksalspunkt. Ist mir jetzt kackegal. Ich hasse die Viecher echt. Ich hasse sie abgrundtief, ernsthaft. Wurf wiederholen. So. Ja, so nämlich. Was hast du gemacht? Hast du Sechs gewürfelt. Hast du Schicksalspunkt gemacht? Mhm. Alter, aber der hat sich schon verteidigt, ne? Den gleich machst du, ne? Ja, klar. Alter, kann er ja gar keine Reaktion machen. Nee, das kann ist unfair. Er auch nicht. Der ist gespalten, ist plötzlich der. Hat der die Rüstung wieder an, ne? Der hat eine gespaltene Persönlichkeit. Ich drehe die Klinge. Der ist tot, ist der. Der ist tot. Aber auch nur, weil er gerade vergessen hat, die Rüstung zu aktivieren. Ja, dann muss er mal aufpassen, was er anzieht. Ist nun mal so. Ach, Mann, ey. Ilana. Ja, ich habe auch vergessen, meine Ritterrüstung anzuziehen. Echt. Ja, das ist was anderes. Alle Punkte noch drauf tun, das ist kein Problem. Ja, echt. Drachenpanzer. Ilana wirft das Pulver, das den Himmel verdunkelt, auf die drauf. Das ist gut, ja. Und sagt, ihr habt meine Schönheit nicht verdient. Ja, stimmt. Du wirfst was auch immer das Pulver bringt. Und passiert natürlich in der Höhle rein gar nichts. Hält die doch schön ins Gesicht, damit die Augen zu kneifen müssen. Scheiße. Wie? Ich hoffe wirklich, deine männliche Männlichkeit hält dich am Leben. Mich? Deswegen, nee, Gunnar. Also. Deswegen renne ich zu Ilana und stopf ihr meinen scheiß Heiltrank in den Rachen. Also ich renne zu Ilana und stopf ihr, ab dann war der Ton weg. Löcher, weiße Tropfen. Mach jetzt den Mund schlimm. Gunnar, das sieht einfach nur wild und ich hab eben noch gesagt, schlimmer kannst du nicht werden. Schlimmer an zurück. Ja gut. Dann baller ihr ihn rein. Okay, ich brauche eine Anleitung. Wie kann ich ihr das Ding reinfallen? Ich guck dir zu und nick halt. Also, du fängst das mal damit an. Du schaffst das schon. Nicht die Ohren, Kjell! Okay. Warte, ich mache. Danke. Nicht auf. Jetzt hast du mich geheilt. Hast du Punkte gekriegt? Nee. Hast du Punkte gekriegt? Ja, hab ich. Du hast mich geheilt. Wie viele? Sehe ich nicht, oder? Wo sehe ich das denn? Ich hab keine Ahnung. Warum hat der denn so was? Ich hab jetzt 29. Was war denn? Ich glaube, ich hatte 21. Das würde ich sagen, er kommt hin. Okay, und dann waren das 8 Punkte. Ja, das sieht gut aus. 8 Punkte. Dann hat die Ilana jetzt wieder 9. Das kann nicht nur 8 Punkte sein. Ja. Das ist plus 8. Nee, dann stimmt. Also das muss mindestens 9 sein.
Stimmt. Würfel 11. Ja, komm. Nehmen wir die 11, 19, 11, dann hat sie 12. Das erste Mal gar nicht schlecht, und oder? Und der Kjell kriegt dann aber mehr abgezogen. Die 3. Jetzt noch ab, hast du 19. Ja. So ist es fair. Okay. Nicht wirklich, aber ist egal. So, Gunnar. Jo. Gunnar sieht schon sein Ende auf sich zukommen. Oh, und der Bram 1 gibt mir einen Reroll. Das finde ich doch mal gut. Dankeschön, Bram 1. Krass. Was? Das ist nur ein seiner alter Ego-Namen. Entschuldige bitte mal, das weiß doch jeder. Dass du dir hier selber was reinhaust, das geht nicht. Ernsthaft? Gibt es denn da draußen Menschen? Krass. Oh, na, Gunnar. Komm schon. Männliche Männlichkeit, do it. Wow. Du haust mit deiner Axt auf dieses Vieh ein und es springt zur Seite und hier und du erwischt es auch hart, aber es gibt nicht auf. Die sind so hart im Nehmen, die Viecher. So, der Besen von Ilana ist an der Reihe. Der hat doch schon mal so ein Ding kaputt gehauen. Aber eigentlich wäre es sinnvoller, wenn der Besen von Ilana ist an der Reihe. Auf dem unten rechts geht, dann kann der gleich nicht mehr so schießen, weil der Arsch konnte gerade die ganze Zeit alle ins Target nehmen. Gut, hat doch ein Kriegstaktik wert, das ist doch in Ordnung. Wenn der sieht nicht so. Nee, auf dem unten rechts, weiter noch einen Schritt nach rechts, nicht auf den Chakagra. Ganz ehrlich, der fliegt zu Ilana, das ist euer Problem. So. Ja, ausgezeichnet, Kartoffelbrei. Oh, Scheiße. Mann! Das wird leider nichts. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Schachzug gar nicht so dumm, weil die jetzt da mit dem Besen sind und die gar nicht jetzt an dem vorbeikommen und die Lana nicht hauen können. Und das Ding war unzerstörbar, ne? Genau, das ist nämlich das Ding. War gut, war wirklich gut. Ach. Ja, Entschuldigung. Der Typ kann der, warte mal, ne, der kann wirklich nicht vorbei, der Besen hat das Ding zugemacht hier. ja, die beiden würden halt gegen den Besen jetzt kämpfen, das müssen wir jetzt nicht auswürfeln, denke ich. Alrigio. Ja, ich bin hier gerade irgendwie rausgeflogen. Ich hab eine Möchtest Frage, du den Besen aufrechterhalten, Ilana? Bestimmt, ne? Ja. Alrigio, was hast du für eine Frage? Ich bin hier gerade rausgeflogen. Ich muss noch mal eben laden. Okay, ich habe eine Frage. Kann ich mich dahin bewegen, im Laufschritt und den ersten im Nahkampf angreifen? Boah, die sind ja mit Bogen bewaffnet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, kommst du nicht hin. Also ein Fernkampf wird gehen. Mit deiner Knarre da. Ja. Moment, dann ist aber mal so eine Frage, muss der die denn überhaupt angreifen oder kann der die nicht einfach von hinten abmeucheln, mördern? Weil die ja mit dem Besen so beschäftigt sind. Ja, aber das sind ja, ey, die sind in ihrer eigenen Höhle. Das sind Elfen, ne? Chakagra, die sind da zu Hause. Die meucheln da alles weg, was kommt. Ja, und was ist Gunnar? Der ist ein Zwerg. Ja, der in eine Dunkelelfenhöhle reingerannt ist. Ach so. Die Höhlen diskriminieren also gegen Zwerge. Ja, genau. Ja. Das sind diskriminierende Höhlen. Richtig. Jetzt habe ich einen Target-Moment. Nein, noch ist ja die Verstärkung aus den anderen Höhlen nicht da. Ja, ja. Was waren denn mit den zwei, die hier oben kamen? Ja, da war die eine Höhle. Scheiße. Ich möchte hier auch nochmal einen Schicksalspunkt einsetzen. Boah, ihr seid aber gleich auch leer wie, weiß ich nicht, ne? Wie eine Tafel Schokolade bei mir im Schrank nach 5 Minuten. Wenn du das jetzt alles rausziehst, rollst du es ab. Wieder nicht gelungen, okay. Ah, okay. Warum kann ich den nicht abziehen? Kannst du das? Ah, jetzt hat er zwei. Du machst ja. Okay, nö, er hakt hier bei mir einfach nur. Okay. Der Schrakul hat ja den Gunnar. Würde der tatsächlich muss erstmal treffen. Ja, das kriegt er wohl hin. Ah, komm, ey. Und das hat er. No. Und da seht ihr, dass Gunnar fällt. Mit einem Schreien geht der Zwerg zu Boden.
Und die Dunkelelfe nimmt jetzt den Vot ins Target. Das wird nochmal spannend, Freunde. Jetzt wird nochmal spannend hier. Sie würde dich treffen, Vot, wenn du nicht geschickt ausweichen kannst. Aber ausweichen ist jetzt nicht so ganz einfach, ne? Denk dran, das ist nicht ganz einfach. Also er sagt mir tatsächlich, dass ich angeblich auch parieren kann. Nee, da kannst du nicht parieren, das ist ja ein... Hast du mich denn mit Nahkampf angegriffen? Nein, Fernkampf. Und der Pfeil trifft dich. Verletzt dich arg. So, der Dunkelelf hat jetzt mitgekriegt, dass der... Darf ich da... Das kann's nicht sein. Alrigio von oben kommt und würde... Ja, du hast ja geschossen, oder nicht? Ja, daneben. In dem ja, deswegen... geschossen hat, kriegt er das doch gar nicht mit. Los, mach. Nee, der muss ja sein... Der muss ja... Der bleibt auf dem Besen, der andere, der zieht dann gleich die... Nee, der eine kämpft mit dem Besen und der wechselt jetzt seine Waffe, damit er dich im nächsten Ding angreifen kann. So, die Dunkelelfe spurtet jetzt hier durch zum Vot und packt sich den. Ja, war ja klar. Auf, ey. Würde treffen. Ah, hast du gepackt, ey. Unglaublich. Natürlich habe ich das gepackt. Und dann gepackt. Bist du das dran, Boot. Keiner weiteren. Dann bist Erwähnung. Du dran, mein Freund. Jetzt brauche ich das Viech kaputt. Nein, und du darfst auch keine zweite Attacke machen. Scheiße. Warum darf ich das denn nicht? Also hier steht, ich kann den Wurf nicht wiederholen. Scheiße. Aber ich kann den vor den anderen verbergen. Ist doch unbestätigt, Amisha. Der ist nicht bestätigt. Das ist mir egal. Dann darf ich zumindest die zweite noch machen. Angriff. Nein, wird kein zweiter Angriff. Doch, ich schlag ja gleichzeitig zu. Darum habe ich ja das Beitritt. Ja, dann mach... Alter Schwede, ey, wie auf dem Teppich-Bazar. Wer hat da einfach wieder einen Trank gedrückt? Ich, weil ich dachte, ich wäre dran. Ich nee, würde gleich einen Zaubertrank. Ja, ja, gut, okay, weiß ich Bescheid. So, gescheitert. Ist jetzt gut oder willst du irgendeinen Punkt nehmen? Oder? Ich würde gerne noch einen Trank trinken. Das kannst du nicht. So, Ilana. Ja, ich habe einen Zaubertrank. Du kannst deinen Zaubertrank nehmen. Ist er hochgegangen auch automatisch? Ja. Okay, dann ist Kiel an der Reihe. Ja, der nächste unserer Truppe, der da auf dem Boden liegt, was soll ich machen? Nützt ja nichts, wenn ich den Pfeil zwischen die Augen schieße, dem Vieh, dann bringe ich ihn ja trotzdem nicht sofort um. Der schreibt das auf, wenn ihr einer blank zieht, dann der Vot. Ja. Ja, ich liebe diese Eigendynamik, die das Ganze. So, Kiel, was machst du? Verfluchte Scheiße, hätte ich Sprinter sein wollen, ja, dann hätte ich mich dann in aventurische Sportolimpiaden angemeldet. Dann. Der Kiel rennt da rum wie so ein Amazon-Bote, ey. Ja, wirklich. Gunnar! Und wieder. Ich brauche wieder. Hast du noch Heiltränke? Ja, zwei Stück habe ich noch. Bitte flößt ihm ja, diesen Trank Moment, ein. Ganz ehrlich, ne, wenn du jetzt da reinrennst, da würde ich tatsächlich sagen, du kriegst einen Passierschlag von dem Schrakol. Muss ich in Kauf nehmen, besser als wenn er stirbt. Aber hatte der sich nicht schon festgebissen? Nee, der hat ja den Gunnar umgebracht, glaube ich. Ja, und der würde auch packen. Und ich glaube, du darfst auch nicht ausweichen bei einem Passierschlag, oder? Ich meine nicht. Sonst dürften die, wenn die abhauen, ja auch ausweichen. Gut, dann keine Reaktion. Oh. Alles für die Gruppe. Alles für den Dackel. Alles für den Zwerg. Das ist für den Club. Mhm. Achso, ich muss ja dann eine Reaktion. Ich hab und die 1 schon gesehen. Ach, Micha, du hast die minus 4 hast du gar nicht angedrückt für einen Passierschlag, ne? Da hast du recht, entschuldige bitte. Er hätte das sonst nicht geschafft, da habe ich den gewürfelt. Warte mal. Ja. Man muss auch alles. Ich habe eine 7 gewürfelt.
Waffengröße Gegner, minus 1, minus 2, die 3. Heißt, das ist eine 10. Und der hat aber eine 15. Also hätte trotzdem gepackt. Ja. Das tut mir leid. Minus 7 hast du dann, ne? Was willst du? Ja, hat gepackt. Fertig, ja. Gunnar. Hör auf zu heulen da. Mach jetzt. Warte. Ich muss ihm doch den... Ja, wie mache ich das denn? Wie kann ich dem Gunnar einen Trank geben? Du musst jetzt einfach deinen Trank benutzen. Also den Gunnar ins Target nehmen, glaube ich. Oder mach doch einfach 1W6 plus, was ist das, 8? Plus 8, ja, 1W6 plus 8. Ja, dann würfel doch 1W6 plus 8 und ich schreibe dem Gunnar die gut. Schlagen die denn gerade noch auf Gunnar ein? Und es ist ja wesentlich sinnvoller, mir den Trank zu geben. 11. Eieiei. Okay. Gut. Hast du abgezogen, Kiel? Nee, muss ich noch machen. Bin dabei. Dann wäre der Besen an der Reihe. Darf ich nichts machen? Du darfst natürlich auch noch was machen. Machen uns. Aufstehen würde ja. Ich liege ja gerade auf dem Boden, ne? Genau, aufstehen ist eine Aktion, ja. Abgezogen. Also, aber, warte mal, kann man mir nicht den. Liegen, wenn ich mir das hier anmache, dann müsste der doch eigentlich auch direkt den Malus nehmen, ja. Oder stehe ich auf? Ich würde versuchen aufzustehen. Ja, dann steh auf. Ja. Damit haben sie nicht gerechnet. Machst du tot. Dann ist der Besen an der Reihe, Elana. Boah, der Besen ist echt eine Bank, ne? Ja, Tank. Wenn da nicht das Ausweichen wäre. Möchtest du den Besen behalten? Ja. Oh, das kostet Astralpunkte. Das kostet Astralpunkte. So, der würde jetzt auf Alrigio wieder schießen hier. Moment, der hat die Waffe gewechselt, hast du gesagt. Und außerdem. Ach so, der andere hat die Waffe gewechselt. Ja, stimmt, hast du recht. Entschuldigung. Alrigio, du bist dran. Der sich gerade ausgewechselt hat, hat der jetzt irgendwie, ist er auf dem falschen Fuß oder so, ausgewichen hat, ist er auf dem falschen Fuß? Du hast doch völlig daneben geschossen. Geschossen. Ja, ich hab voll daneben geschossen. Das ist wohl wahr. Also, das kann ich nicht anders sagen. So, komm, greif an da jetzt. Ja, ich lauf da ran und hau irgendwelche mit dem Schwert. Ja, geil. Den hier. Ja, mega. Held. Ja, warte ab, bis es jetzt hier gleich losgeht. Dann ist, immer das gleiche. Nein, der trifft. Ei, und der hat schon was getan. Ah, das war letzte Runde. Zählt ja wieder nicht. Also, ausweichen. Aber kommst du durch? Kommst du durch auf jeden Fall. Nur ein bisschen. Gut. Dann ist der Schrak. Dann nehmen wir vier, kann ich noch nicht, genau. Der Schrakul, der würde sich aber. Boah, der Kerl geht mir auf den Sack hier ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mir gedacht. Oh oh. Nicht gegen Kelly. Atlas. Aber ich kann reagieren. Und wie ich schon vorhin erwähnt habe, eine alte Weisheit, lieber einen Wolf am Bein als eine Ratte in der Hose. Und so soll es auch sein. Das werde ich auch nicht mehr los. Ne? Nein. Sehr gut. Boah, unglaublich. Ja, der kommt so und schnappt immer und du immer wie so am Ausweichen, als wenn da so ein kleiner Pinscher wäre, der auf dich losgehen möchte. Boah, ey, das ist, ihr seid so krass drauf, ne? Das gibt's überhaupt nicht. Oh. Scheiße, ich weiß echt nicht, was ich machen soll, ne? Die uns einfach unbedingt umbringen möchte. Können sie sich ja zurückziehen, dass sie ihre Niederlage einziehen. Ja, sie ist sich aber noch nicht so sicher, ganz ehrlich gesagt. So, Elana, die schießt auf dich. Warum denn auf Elana? Warum treffen die auch Weil immer? Weil die den scheiß Besen hat. Ach so. Und die will, dass dieser Kackbesen weg ist. Bin ich nicht. Ah. Okay. Yes. Alter, Elana, kann ich kann schon wieder reden, ey. Danny Täter! So, der Dunkelelf hatte aber jetzt gerade die Waffe gewechselt, würde sich hier hinstellen und damit auch keinen Passierschlag nehmen. Ich glaube,
jedenfalls zwei Passierschläge. Einen von Ilana und einen von Besen. Auf keinen Fall bekommt er da einen Passierschlag. Weder von Ilana noch vom Besen, obwohl der neben dir stand. Ilana ist doch da wo ganz anders. Die kommt doch da gar nicht dran. Das ist schon eine Wand. Nahkampfpatzer. Dori. Ein Treffer schwer. Sehr schön. Hat er verdient für die Kacke. Dicke Karma. Ja, genau. Trottel. Ja, oh, boah. Der hat sich selbst totgehauen. Das ist super. Hab ich nicht gesagt, jetzt kannst du dich zurückziehen, die Alte. Jetzt weißt du, was du eine Stunde geschlagen hast. So. Gott verflucht die Emos. Das fliegt. Er hat quasi ausgeholt und sich selber den Kopf abgeschnitten, ey. Geil. Total geil. So. Gestolpert ist ein Schwert gefallen. Kennst du diese Filmszene, wo er dieses vergiftete Messer hat und dann selber anleckt und dann tot umfällt? Ja, so war es wahrscheinlich. Wir sind aber jetzt bei dem nächsten Gegner. Boah, irgendwie hier aufräumen, ey. Ich habe keine Ahnung wie. Die greift auch den Kiel an. Ah! Ja, du bist halt der Sanitäter, ne? Ja, ich merke das schon. Darf ich darauf reagieren? Weil er geht, du darfst wieder reagieren, der wird halt nur immer schwieriger mit dem Ausweichen. Okay, schaffe ich. Egal. Bin flink wie ein Wesel. Nein. Nee, bist du nicht. Aber du bist auch noch nicht tot. Das stört mich ein bisschen. Boah. Wo, du bist dran. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Ja. So, Community, ihr habt noch Spaß, ne? Ich hab ja sonst immer so ein bisschen Angst bei Kämpfen, dass die Leute alle abbauen. Aber der ist echt spannend, ne? Wir sind alle dem Tode nah. Ja, wirklich. Toll. Eieieiei. So, und der Mob tobt. Ja. Ah, warum haben die denn so eine Scheiß? Komm, die macht mal eine Parade mit ihrer Waffe. Ah, nein! Klinge wird gedreht. Oh, Klinge wird gedreht. Du hast ab 5 kannst du? Ja. Aua, tut weh, ey. Nochmal. Aber hast der geht daneben. Hast du denn da minus 8 mittlerweile? Der geht daneben. So, Ilana, du bist dran. Oh. Boah, sieht auch nicht mehr gut aus bei dir, ey. Nee. Ganz ehrlich. Ich gehe runter und versteck mich bei Wut. Das ist immer gut. Hast du noch einen Heiltrank für mich? Kannst du mir einen Heiltrank? Nee, hab ich nicht. Aber ich habe noch einen bei mir in der Tasche. Du weißt doch, wo bei mir die Heiltränke sind. Vielleicht gibst du mir eben einen rein. Das hast du doch bei Kell gesehen. Nein. Du bewegst dich ja und weichst aus und alles. Aber ich probiere trotzdem mit meinen Hexenkrallen zu treffen. Ja, mach das. Das ist unwahrscheinlich, aber... Wow! Das wird nichts. Machst du blind? Ja. Da wird leider nichts. Kiel, du bist minus dran. Minus 6. Wie mit einer 5? Scheiße. Ich treffe gar nichts mehr, weil ich bin zu stark verletzt. Ilana. Ja, du hast auch... Genau einen Heiltrank. Ja, wenn du aber weggehst, kriegst du Passierschläge. Ja, heil dich selber und dann mach sie alle fertig. Atlas wird doch zu dir rüberspringen. Und dich supporten. Luna, wie viele Heiltränke hast du noch? Aber ich hab schon eben, als ich hier von 5 Leuten gleichzeitig angegriffen wurde letzte Woche, habe ich alle meine Heiltränke getrunken. Ich hab keine mehr. Das Problem ist, ich kann ja jetzt keinen Heiltrank trinken und angreifen, ne? Geht ja nicht. Oder doch? Nee, kannst du nicht. Du kannst entweder Heiltrank trinken oder angreifen. Ist gerade 4 gegen 4, ne? Merkt er? Scheiße. Ey, die Dunkelelfin ist schon wieder geheilt? Die war immer nur leicht verletzt. Also, wir müssen uns jetzt auf eine konzentrieren und endlich eine tot machen. Ja. Lass uns die in der Mitte nehmen. Oder den Chuck. Ja, am besten die in der Mitte, da können wir alle draufhauen. Die heilen sich alle immer wieder in einer Tour. Das bringt nichts, dass wir alle immer wieder 1, 2, 3 Schaden in alle Richtungen hauen. Die kippen uns nicht um. Also die neben dir, Rot, und die über Gunnar. Genau, wir spielen jetzt richtig gutes Schulhof-Mobbing. Alle gegen die alte Schule. Ich fand die eh. 9 von 10 Leuten finden die Mobbing gut. Ja, wir spielen jetzt genauso demokratischer ist es. Mehrheitsentscheid. Also Ilana, du überlebst das, ja? Das ist, weiß ich nicht. Leg los, Kier. Gunnar, wie viele Lebenspunkte hast du noch? 11.
bist selber dem Tode nah. Oh, ja. Kelly, trink ihn einfach selber. Gell, komm. Okay, ich trinke den Trank. Den letzten? Ja. Rot hat auch noch einen. Der trinkt die nur nie, sondern geht einfach so down. Rot hat auch noch einen? Ja, ich hab wohl noch welche. Duna. Jo, ich greife die Chakagraf über mir an. Und die kann ja auch nicht mehr ausweichen, weil sie das schon probiert hatte. Ja, stimmt. Dann ist sie tot. Dann ist sie tot. Gib ihr richtig eine mit. Genau. So richtig schön. Ja. Ja, du schlägst trotzdem so neuen Schaden. Aber sie kann, sie ist geschickt. Sie ist nicht so dämlich wie alles andere, gegen was du bis jetzt gekämpft hast, sondern sie ist gut in dem, was sie tut. Der Besen. Was? Wie hast du denn Schaden gemacht, Gunnar? 9. Boah. Die haben ja jetzt wieder. Die haben ihre Plattrüstung auf einmal an. Das ist ja. Von nackt zu Platte. Der Besen kommt geflogen. Oh. Ach schön, dass der da jetzt auch noch seine Kampfposition aufgibt. Super. Du schaffst das schon, Allerigio. Ja, ja. Ich hab eben genau gesehen, wie du dich verpisst hast. Ja. Du musst das alleine. Ich habe dir das Leben gerettet. Vielleicht erinnerst du dich mal an die positiven Dinge. Und wie du dich im Sessel gehauen hast und ein Pinchen nach dem anderen hier gedrängt hast. Die sind tatsächlich zusammen. Der Besen ist so geil. Der Besen ist der Beste, der finanziert hier alles. Der Besen ist fantastisch. Das möchtest du den Besen behalten? Ja. Besen. Möchte einer vielleicht den Besen demnächst spielen? Ja. Der trifft besser als ich. Ich schmeiß mal kurz meine Katze raus. Der Dunkelelf greift natürlich Alrigio an. Muss der noch die Waffe wechseln? Nein. Der hatte die ganze Zeit sein Schwert draußen. Ja, der war hier gewechselt. Mach ihn tot. Ich mach ihn tot. Nein. Der ich mach ihn tot. Ist der voll. Ja, jetzt der liegt. Das möchte ich von dir nicht hören. Das sind DSA-Regeln. Du musst jetzt. Nein, du kriegst jetzt von mir tatsächlich einen Passierschlag, weil er umgefallen ist. Ach komm. Da kann er ihm auch einfach mal einen schönen W20 die Kehle aufschneiden. Das habe ich mir eigentlich auch so gedacht. Aber der gut. Ist doch so frustriert, dass der jetzt einfach auf alles einsticht, was zu Boden geht. Im Rausch, im Heiltrankrausch. Nochmal, darf ich da wieder nicht, weil es ein Passierschlag ist, oder wie geht das? Nee, darfst du nicht, weil es ein Passierschlag ist, aber du bist jetzt eh dran. Dann kriegt er jetzt nochmal einen. Ich gehe ganz nah ran. Ich knie quasi nieder und dann steche ich ihm eine rein. Ja, ich glaube, da brauchst du gar nicht mehr würfeln. Der hat noch 4 Punkte und ich gebe mich tatsächlich geschlagen. Hat lange gedauert, aber ich muss mir eingestehen. Danke. So, der Schrakul ist dran. Darf ich mich noch bewegen? Ich habe eine. Du darfst dich natürlich noch bewegen. Dann spring ich hier rein. Zack. Der Tiger will seine Beute. Der macht den Tigersprung. So wie der weiße Tiger, der Reu gefressen hat. Quasi. Bienchen gesoffen. Das fand ich das. So, der Schrakul. Ja, wir müssen ja den Gunnar da wegrohren. Hilft alles nix. Vermessen, sowas zu sagen. Nee, weißt du, was der macht? Oh, der kriegt jetzt 2 Passierschläge. Ja. Das ist egal. Der Schrakul rennt rüber zu seiner Herrin, kriegt 2 Passierschläge von Gunnar und von Kiel. Jetzt haut den tot, bevor der rüberkommt. Das wird nicht funktionieren. Wie mach ich das nochmal? Auf Passierschlag gehen. Ja. 10 ist schon mal gut. Wie mache ich das? Aber hat den. Ja, Passierschlag hat er gemacht. Auf Kampf? Noch leicht Chest. Einfach angreifen und dann Passierschlag reinklicken. Mach mal ein Doppel-1. Wolltest du wieder einen Angriff machen? Ja. Also auch wie mit meinem Bogen quasi. Ja, und da brauchst du nur den Haken bei Passierschlag setzen. Kann der dabei gar nicht beim Bogen. Glaube ich. Kann natürlich sein. Schuss ins Kampfgetümmel ginge. Nee. Dann rein. Ja, wo er dann da hingeht, kriegt dann von Boot noch eine.
auf alle. Ja, will ich auch so sehen. Der kann ja nur neben sie gehen, quasi. Ja, dann geht er halt dahin, mein Gott. Ich sag's doch nur der Ordentlichkeit halber, sonst haben wir die Diskussion im Chat hier Ommel. Gleich. Ja, ja, genau. Ich hab ihn schon im Target gehabt. Ach, gegen Gunnar, Quatsch. Gegen Wot. Ja, hat er daneben, ja. Ja, aber, ja. Ich hab dich aber im Target, da kann ich jetzt auch nichts zu. So, willst du ausweichen? Ich? Nein, der Alrigio. Achso, weil du Wot gesagt hast. Wenn er getroffen hat, er jetzt getroffen? Hat er doch gar nicht gegen mich gemacht? Ja, getroffen, ja, weil der falsche Target drin hat, keine Ahnung, bei mir bist du markiert. Ja, muss er nochmal neu. Er hat aber gegen Gunnar gemacht. Da muss ich jetzt gegen Gunnar ausweichen. Das ist nein, natürlich nein, ich ausweichen. Du musst gegen den Schrakul ausweichen. Ja, ja. Weich jetzt aus. Da hast es. Wie ein Teaser. Mann, ey. Scheiße. Jetzt läuft's echt gegen dich im Moment. Das ist gut. Nein. Der nächste Dunkel. Alter Schwede. Oh, Ilana, du bist jetzt dran. Nee. Will ich nicht. Warum? Die verletzt sich jetzt eh selber, dann ist sie tot. Nein. Alter, ja gut, die hat auch minus 8. Ja. Wot. Jetzt wenigstens fair. Rot, du bist dran. Ja. In dem Tode nahe sieht doch schon mal gut aus. Dann machen wir jetzt keine Experimente. Dann greifen wir normal an. Ohne Erschwernis, also ohne persönliche. Lass ich den präzisen Stich weg. Dann sollte das hoffentlich klappen. Oh no. Ja, so nicht. Das ist nicht gut. Das, ist das Ding gemacht. Chill. So macht man das nicht. Mhm. Das ist der zweite, der ist drin. So macht man das. Er ist drin. Ja, und ich drehe die. Ja, brauche ich nicht mehr. Ja. Den kannst du nicht mit 4, aber das reicht trotzdem. Die ist bewusstlos. Bumm! Bumm! Ilana. Nice. 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 Ihr macht das schon, Jungs. Ich würde. Boah, ich würde meinen Hexenspeicher probieren einzusetzen. Ah, das ist halt so unwahrscheinlich. Erfolg! Ah, ja! Ah, geil. Wen heilst du damit? Mich. Dich? Ich vergesse immer, was es da an Ping-Pong gibt, aber das ist eigentlich so, was man nach dem Kampf macht, ne? Nee, das gibt pro Kampfrunde einen Lebenspunkt zurück. Okay, dann kannst du dir schon mal einen wieder aufschreiben. Was? Oder macht er das gleich automatisch? Wahrscheinlich nicht, ne? Probier nicht. Gut, Kiel, mach's. Ja, natürlich Alrigi unterstützen, nachdem ich da siegesicher glaube, dass der Rest nun auch überleben wird. Als du näher kommst, schmeißt sie ihre Waffe weg, hascht ihr Vieh an, der sofort zurückweicht und versucht sich zu ergeben. Also es wäre schon geil, wenn wir noch eine lebende Elfe schnappen, damit die uns zum Magier bringen kann. Also da ist jetzt keine Spur von, der ist nicht in irgendeinem so Hänsel und Gretel im Käfig, oder? Ihr seht da kein Magier, ne? Wäre schon ganz geil, wenn wir da noch irgendjemanden hätten, den wir vielleicht irgendwie in irgendeiner Form nötigen können. Ich mache einen gezielten Schuss ins Bein. Du könntest auch einfach das Vieh erledigen. Das wäre vielleicht noch egal. Ja, nimm die Kniescheibe, ist gut. Nein. Dann musst du sie tragen, wo? Dann trägst du die. Die kann wohl. Ist das eine Frau? Ja, das ist eine Frau. Ja, ich habe ja ein Faible für sowas. Ja, ja. Ja, deine dunkle Seite. Hey, ich wollte schon immer meine Schakala abrichten. Was hast du jetzt gemacht? Angegriffen? Ja. Ja. Und du schießt dir irgendwie in die Schulter oder sonst wohin und sie knackst halt unter dem Schuss ein und dieser Schrakul faucht auf in deine Richtung und sie versucht sich zusammenzureißen und herrscht ihn an. Yes, ja, mal aus, ja! Und er geht dann wieder so zurück und... Gunnar!
Hau das Vieh tot. Sag nicht, was er macht. Er macht es einfach. Ich glaube auch nicht, dass die Elfin überleben wird. Oh oh. Der weicht aus. Dann wird der Besen dran. Ja. Er geht auch auf den Chapu. Nee, auf diesen, auf dieses Vieh. Nee. Ja, nee, der Besen hat heute safe schon den Tag gerettet. Das ist soll okay. Der Besen da bleiben oder willst du ihn wegschicken? Nee, ich würde ihn wegschicken. Okay. Er wird wieder so. Gut, Alrigio. Ich sage hier auf höflichem Gareti, knie nieder. Und halt dir mein silbernes Schwert an die Kehle. Sie würde sich hinknien. Dann würde ich sie entwaffnen. Die hat ja die Waffe schon fallen lassen. Also die hat sich, dann würde ich die Waffe an mich nehmen. Zwingen Sie das Viech zu töten. Mein Gott. Das können wir gleich tun. Es stimmt, ich bin ja auch... Willst du im Kampf bleiben, ja, oder? Ja, gute Idee. Oder sollen wir... Ist das noch Chaotic Neutral, oder ist das schon irgendwie so Richtung... bisschen evil? Also ich würde dann mein Seil nehmen und sie binden. Also kann ich aus dem Kampf rausgehen. Ja, das würde ich sagen. Hat Schaum vor dem Mund, der würde da nichts leben lassen, wenn ja, aber ich denke, da machst du einen Frevel. Jemand, der sich. Wenn wir uns ergeben hätten, wäre die Frage gewesen, ob sie uns getötet hätte. Ich glaube auch nicht. Safe. Das sind kulturschaffende Zweibeine. Also ja, aber würde, wir brauchen die noch. Wir, ja, müssen, doch den wir müssen die ja befragen. So, da haben wir schon zwei Leute. Der Schrakul also. Macht nichts, der dunkle Elf macht nichts. Vot, was machst du? Halt den Zwerg. Zieh bitte nicht los, sondern halt ihn einfach fest. Zieh nicht über los. Ich kann mich hier hinten gut bewegen oder stehe ich dann im Feuer? Nein, da kannst du dich schon bewegen. Die alte kniet schon, ne? Ja. Ist doch auch schon gebunden. Und er hat schon, die hatte auch schon das Schwert an der Kehle. Ja, dann schlage ich auf das Viech ein. Das ist das Einzige, was wir jemand machen können. Ja, du meuchelst das halt ab, haust da immer wieder rein und das ist so ganz wehleidig am Quietschen und will sich immer wehren und sie hält es aber immer wieder zurück. Oh, jetzt hab ich schon fast Mitleid. Jana. Ich darf noch mal, ne? Ach ja, dann mach noch mal, Entschuldigung. Der darf nicht reagieren. Boah, ey, ist nicht wahr. Ich drehe uns immer die Klinge, wenn es geht. Ja, nicht, ja. Konnte ich weder da noch da, ne? Oh. Ganz schwache Runde. Chill. Hey, ich war dran. Gerade noch. Ilana, Entschuldigung. Ja. Ja. Also, das ist zwar ungünstig, aber Ilana ist zwar zweimal gestorben. Wieder einen Punkt wieder, ne? Ja. Schraub und die auf. Ist super rachsüchtig, deswegen würde die dem Gunnar 1, 2, 3 ins Ohr flüstern. Oh nein. Was ist ein 1, 2, 3? Das Kofort. Das hat letztes Mal dazu geführt, dass Gunnar hier reingestürmt ist. Ach so. Ich dachte jetzt, was wäre. Das ist ein magischer Befehl. Wahrscheinlich hat die Lana den verhext. Wir wissen das nicht. Raserei. Ja. Ja, Gunnar, du hörst so 1. Drei in deinem Ohr, Kiel. Ja, also ich meine, ein bisschen Sadismus habe ich ja jetzt auch gefühlt, aber... Schieß das Viech doch endlich tot. Kiel, bitte. Ich. Gnadenstoß und gut. Ja, es war. Tu was Gutes. Tu hab ich schon. Gut was Gutes und tötet. Ich habe schon Gutes getan. Kiel, wir sind die Katze. Ich hab Viecher umgebracht. Schreib deine eigenen Seiten auf. Los, mach, was du machen musst. Eben. Du kommst aus dem Wald, du kennst das Leben und das Sterben, bitte. Das Ding lebt doch nicht mal. Guck's dir mal an. Ja, das ist das Einzige, was mich überzeugt. Dass es eigentlich kein richtiges Lebewesen ist. Boah, ey, aber deine Damage-Ausbeute ist heute Kiel. Echt super. Ja. Ja, es ist noch da. Aber noch nicht tot, aber fast tot. Gunnar.
Jo. Gunnar muss es erst totschlagen. Ja, aber Gunnar ist zu schwach. Du hebst deine Axt und willst auf das Vieh einschlagen und es wird nichts. So, Alrigio. Ja, ich schlag dann auch nochmal auf das Ding ein. Habe ich einen Bonus, weil ich von hinten schlage? Nein, boah, ey, warte mal auf, wegen jedem Kack hier zu fragen, ey. Entschuldigung. Das muss aber mal gut sein hier langsam. So, und jetzt mach den Schritt auf das Ding drauf, also zwischen Gunnar und der Hexe da, der anderen Hexe, also hier dem, der Elfen, mache ich so einen Schritt, dass der die nicht angreift. Ja, und plötzlich hört er ein Knistern und ein Rattern und elektrische Blitze und hinter ihr geht ein Portal auf. Halten wir sie fest, wir müssen sie festhalten. Dann kriegst du den Festhalten, 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 und wir müssen sie festhalten. Versucht, halt sie an den Haaren fest, rückwärts halt sie an den Haaren fest. Da durchzuspringen und Rot und Alrigio bekommen einen Passierschlag. Ich würde sie aber festhalten. Ich möchte sie nicht, ich möchte sie nicht schlagen, ich möchte sie festhalten. Ist nicht gebunden. Geht das? Zum Festbinden hättet ihr da dritter. Ich binde die, habe ich gesagt. Ich binde die oder habe ich das vorher nicht gesagt? Ich dachte, ich hätte es gesagt. Ja, aber jemanden zu fesseln dauert doch länger als 6 Sekunden. Was wollt ihr aber mir erzählen? Aber ich kann die doch an den Haaren festhalten. Guck mal, wie schöne lange Haare die hat, Micha. Du kennst das doch. Habe ich das Seil über sie rübergelegt oder was in der Zeit? Pass auf, in 6 Sekunden kriegst du keinen Menschen gefesselt. Aber an der Haare. Und dann noch parallel gekämpft gegen einen Schrakul. Ihr dürft jetzt gerne noch einen Passierschlag machen, ansonsten ist sie gleich weg. Ich möchte aber an den Haaren ziehen, dann kann sie nicht okay, wegrennen. Okay, der Vogt möchte schon mal keinen Passierschlag haben. Och, Michael. Wie sieht's mit Alrigio aus? Hä, kann man nicht so grappeln oder so? Also jemanden festhalten, geht das echt nicht? Der Alrigio hat ja seinen Schritt schon gemacht. Also na, könnt Moment, ihr auch. Moment, ich habe also, das in der Runde gemacht, gekämpft, als ich dran war. Ja, und bist da hingegangen. Und jetzt ist sie dran das und dieses ein Portal. Das ist keine und, Reaktion ja, oder Aktion. Und dieses Portal geht auf. Das ist ihre Aktion. Ihr Zauber ist beendet, den sie geflüstert hat. Und das Portal ist aufgegangen. Und jetzt bekommen Vogt und Alrigio noch einen Gelegenheitsangriff. Und ja, also warte, sie ist ja noch nicht auf der Flucht. Ihre Aktion war ja, das Portal zu öffnen. Das heißt, ich ja, kann mich doch eigentlich so auf sie draufstürzen. Jetzt kommt ihre Bewegungsaktion. Aber die kniet doch auf dem Boden. Die musste erstmal aufstehen. Ja, genau. Das Leute, stimmt. Haben wir doch alle gelernt. Aufstehen ist eine Aktion. Aufstehen ist eine Aktion. Hab mich irgendwie also, pass auf. Micha braucht die noch für weitere Abenteuer, deswegen sie die Chance haben rauszukommen. Nee. Sie sollen nur wissen damit. Micha sagt, jetzt habt ihr keinen Magier, jetzt seid ihr am Arsch. Tja, nicht meine Schuld. Das macht er nicht. Aufhalten. Du hast vorhin noch selber gesagt, Micha macht sowas nicht. Der ist ein gütiger Meister. Ich mach jetzt mal einen Passierschlag. Ist der erleichtert, weil sie kniet? Und kniet ist Botter. Ach, egal. Frag mich. Ja, der hat aber leider das irgendwie. Was ist denn das jetzt hier? Ihr hättet den Gunnar einfach sein Ding machen lassen sollen. Warum hat er denn bei mir jetzt keine Dings ausgewürfelt? Ich hab doch, hat er einen. Der hat ja Passierschlag. Lippischen Schadenspunkt. Und sie verschwindet, du Portal. Kann sie noch irgendeine Drohung rausschmeißen im Sinne von, wir werden uns wiedersehen? Wie konnte das passieren? Also Gunnar wird jetzt erstmal Alrigio wegschubsen. Spring nie wieder zwischen mich und meiner Beute. Wird sich umdrehen und sich einfach so einen anderen Attacke machen. Und den einfach zerhacken. Mein Gott. Das Gürteltier den Tiger anfällt. Der Gürtelzwerg. Der Gürtelzwerg. Ja, ich laufe erstmal seufzend ein bisschen im Kreis. Ich falle gegen die Dings. Sag ich wahrscheinlich nochmal ein W6 Schaden oder so, ne? Nein. Also ich, wenn Gunnar mich umtackelt, falle ich hier gegen die eine der oder über eine der Steine gegen die Mauer. Ja. Ihr steht jetzt dort in dieser Höhle. Inmitten einiger toter Chakagra. Ja, ich würde die alle ausplündern und gucken, ob da irgendwelche Wertsachen drin sind. Okay.
Sollen wir vielleicht aus der Höhle mal rausgehen gleich? Nee, erst fleddern wir die Leichen und dann gucken wir, was das da hinten für ein Altar ist. Okay. Hat noch irgendeiner Heiltränke? Kann noch irgendwer hier zum Beispiel Ilana heilen oder unseren Gunnar? Auch wenn er gerade sehr aufgebracht und wütend ist und gerade Leichen schändet. Ilana bekommt noch ein paar Punkte von mir für den Zauber. Ja. Also ich will hier wirklich nicht mehr lange verweilen. Ich weiß, wir müssen diese Höhlen irgendwie weiter untersuchen. Aber ich habe noch Heiltränke. Wer braucht einen? Alle. Ja. Ich glaube, Gunnar, der ist im Moment auf 180. Ich glaube, da brauchst du nichts gerade mehr. Du bist auch keinen. Du hast mich ja gerade geschubst. Christoph, meinst du, ich gebe dir sofort deinen Heiltrank? Nee, so schnell geht er nicht. Ilana kann sich einen. Wie ging das jetzt? Kannst du die mir abziehen oder wie läuft das? Ich glaube, du kannst auch einfach... Oder kann man dich hier ins Target nehmen und dann auf Heiltrank drücken? Geht das? Ich glaube ja. La. Nee, man kann es auf mich übertragen. Ihr könnt aber auch einfach ein W6 plus 8 so würfeln und euch das gut schreiben und den Heiltrank. Ja, mach das mal, Ilana. Ich mach das. Mach hier wieder zurück auf 24. Oh, 3.021,4. Aber das Portal ist weg, oder? Das Portal ist weg, ja. Da hätten wir auch nicht durchgehen sollen. Sag ich dir so, wie das. Ich frag ja nur wegen gewissen. Dingen. Wir hätten es anzünden können. Im Brandfall durchschießen, genau. Brandfall ist immer gut. Da oben, das ist doch irgendwie so eine Opferstätte, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Ja, da liegt irgendwie ein toter Kadaver drauf, ja. War nichts Besonderes sonst, oder wie? Nee, m-m. Hattest du mir deinen Heiltrank gegeben? Mhm. Du musst ihn noch auswürfeln. 8 plus 6 musst du selber würfeln. Micha, kann ich mir nach dem Abenteuer die Fähigkeit benehmen? Ja, klar, wenn du die Dings hast, die Punkte. Ja. Boah, danke, Alregio. Heute schon zum zweiten Mal. Ich hab was nicht vergessen. Ja. Wir werden sehen. Ich glaube, wenn hier nichts zu finden ist, kann ich mir nicht... Waren wir jetzt auch da hinten, wo der Vorhang war, oder waren wir aber da noch nicht? Durch den Vorhang durch warst du, glaube ich, noch nicht so richtig, ne? Oder? Aber war ich noch nicht, aber wenn wir gerade gesagt haben, wir suchen da alles ab, dann würde ich oben suchen. Ist denn hier unten irgendwie was zu sehen? Ich meine, es sieht ja schon nach so einer rituellen Opferstätte aus, oder ist das jetzt einfach nur eine Anhöhe, wo so ein Steinklumpen drauf liegt, mit einem Opfer halt? Na, da liegt so ein Klumpen mit so einem Opfer drauf, ja. So, da hat wahrscheinlich dieser Schrakul gefressen, der lag ja da oben drauf. Die Waffe von der Trolla hatte ich ja wahrscheinlich einfach der Hundenapf. Die hatten alle ganz normale Langschwerter dabei. Die Trolla auch? Ja. Lass uns bitte einfach gehen. Ja, wir müssen hier wirklich raus, bin ich auch dafür. Wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie wieder ausruhen. Also es gibt jetzt quasi noch zwei Wege. Einmal der durch den Vorhang und einmal der, wo die Verstärkung herkam. Also durch den Vorhang wollte ich ja gerade eben schon mal vorgehen. Ja, dann lass uns hier mal zusammen gehen, sonst haben wir gleich wieder dieses Unterzahlproblem. Nicht wahr, Gunnar? Der ist noch nicht wirklich ansprechbar. Der ist noch in einem Blutrausch. Ja, ihr geht halt zu diesem Vorhang und zieht den zur Seite und ihr seht, dass dahinter so ein Zellentrakt ist. Aha. Ja, da wird uns ja keiner mehr überraschen, weil die beiden haben uns ja angegriffen. Ja, weiß ich nicht, je nachdem, wer da so aus der Zelle rauskommen könnte. Ja, der ist ja in der Zelle erstmal drin. Wenn das jetzt ein Oger oder was ist, dann hätten sie den schon eingesetzt, glaube ich. Ja, da gehe ich auch sehen wir aus. Denn irgendwen? Hören wir irgendwen? Ihr seht da drin jemanden, einen dicken.
eklichen Mann, der irgendwo da an der Wand gekettet ist und der gerade ja tief atmet und schwer atmet und keucht und ab und an mal hustet. Ist das unser Freund hier, Wurt? Was weiß ich, was das für ein Fettsack ist. Er kann sich glücklich schätzen, dass wir ihn gefunden haben, bevor er zu Hundefraß wurde. Ilana, kannst du kommen? Ja, ich wollte den Gunnar nicht alleine lassen. Ich würde zu Gunnar gehen, wahrscheinlich den Gunnar in die Hand nehmen. Ich guck mir mal hier das Schloss an. Ist das Schloss zu öffnen? Komm, das Gunnar, Schloss wir wäre zu öffnen, zumindest wenn ihr die dunkle Elfen, die habt ihr ja durchsucht, die hat einen Schlüssel dabei. Ja, dann wer bist du, könnt alter ihr Mann? Wer seid ihr? Komm mal denn hier durch. Ja, wir müssen oben lang. Wir sind in Auftrag des Hauses von Boronsberg hier. Alarich hat meine Nachricht ihn erreicht. Bezüglich des Gleichgewichtes. Wir sind hier, um es wiederherzustellen. Wurt von Boronsberg, mein Name. Mein Vater schickt mich. Oh, du bist ja der kleine Wurt. Ja. Mit wem habe ich denn hier das Vergnügen? Es scheint ja schon einige Jahre her zu sein, dass ihr Robin. Robin, kennst du mich nicht mehr, Wurt? Robin. Kuscharm. Es ist lang her. Sagt uns noch eine Sache. Wie habt ihr das Schreiben verschlüsselt? Dann lassen wir euch frei. Wir können ihn auch einfach so freilassen. Das ist doch der, den wir suchen, Braugin. Ja. Wenn das denn ist, ja. Schiffsmagier. Erkenne ich den irgendwie wieder? Ja, vermutlich ja. Na, dann lassen wir ihn frei. Ilana, kannst du den nicht anspucken? Wurt. Welche Spucke genau? Der packt Wurt so am Kragen und zieht ihn so runter. Ich sag ihm, pass mal auf, mach mal Mund auf und ich geb dem Heiltrank. Ja. Ja. Kommt ja langsam zu Kräften wieder. Das tat gut. Wir müssen die Scherbe, die muss in Sicherheit gebracht werden. Oh, die Scherbe. Welche Scherbe? Die Dunkelheit, sie bricht ein über dem Land. Scherbe, sie wollen sie haben. Wir müssen alles tun, damit sie nicht bekommen. Wir haben sie in Sicherheit gebracht, sichergestellt. Ihr habt sie gefunden? Ja. Die Scherbe. Zeig sie her. Sollen wir mit dem Mann nicht erstmal raus? Warum reden wir in der Zelle? Ja, kommt, lass ihn jetzt erstmal frei und lass uns hier einfach abhauen. Er ist frei, wir müssen jetzt erstmal trinken, zu Kräften kommen und dann können wir raus, ja. Mir geht's schon besser. Was hat es mit dieser Scherbe auf sich? Erzähl es uns. Seid ihr bei astralen Kräften? Was? Ob ihr astrale Kräfte habt? Nein. Nein, du kannst dich jetzt revanchieren. Gib ihm einen deiner Tränke. So nutzt er uns nichts in seiner Hand. Wer seid ihr? Was tue ich hier? Du bist hier die Schakalaka-Graber. Die haben dich irgendwie, also mich dünkt, sie haben euch entführt. Es gab Kampfspuren bei euch im Haus und wir sind diesen Spuren gefolgt. Sie haben euch augenscheinlich in die Dunkelheit gebracht, auf der Suche nach der Scherbe, aber sie haben sie nicht im Haus Scherbe finden können. Sie muss in Sicherheit gebracht werden. Die Schakaga dürfen. Wo ist sie? Zeigt sie her, meine Freunde. Ihr habt sie hier. Seid ihr verrückt? Wie sollen wir sie sonst haben? Wir wussten ja nicht davon, dass wir sie nicht herbringen sollen. Deswegen haben wir sie sichergestellt. Sie muss auf jeden Fall zu deinem Vater, Wurt. Was hat es mit dieser Scherbe auf sich? Was kann sie? Wie viel ist sie wert? Sie ist Teil eines Artefakts. Ranga. Sie führt sie zu alter Kraft. Pass auf, lass uns doch hier besser rausgehen und abhauen, bevor hier nachher Verstärkung kommt, wir wieder beinahe draufgehen. Ja, und ja. Dann können wir in Ruhe über alles diskutieren. So ist es. Ja, auf komm. Nach Boronsberg. Auf nach Boronsberg. Raus hier aus diesem ist dein Haus nicht näher? Versifften.
Ja, aber da waren sie ja schon. Ja, da will ich auch nicht zurück. Außerdem werden die bestimmt als erstes suchen. Ein wenig Zeit. Die Mauern von Boronsberg haben noch jedem Gegner standgehalten. Die machen sich nicht vor ein paar, ne, bei allem Respekt, schmutzeligen kleinen Dunkelelfen. So, schmuddelig sind sie, schmuddelig. Guck sie dir an, wie sie da im Dreck liegen. Diese Rattenwesen? Ja, furchtbar. Bitte okay. Lass uns hier rausgehen. Ab. Brauwin, kommt mit uns. Ja, er stützt sich so ein bisschen auf dich und du musst ihn halt mit aller Kraft hochstemmen. Er ist relativ schwer. Kann halt kaum laufen. Was habt ihr dem gegeben? 1W6 plus 8 auch oder was? Mhm. Wo hattet ihr denn nur einen Heiltrank her? Ich hatte nur einen. Rot. War der letzte? Sicher oder taucht gleich noch irgendwo einer wieder auf? Ja, Regi hat noch zwei. Aber die kriegt einen, ist dem Zwerg versprochen, wenn der sich wieder beruhigt hat. Jo. Und er läuft die ganze Zeit im Kreis und sagt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nee, ich hab den ist gerade wie so, der sitzt gerade so neben Ilana auf dem Boden, wie so ein kleines bedröppeltes Kind und ist so, das wollte ich hier noch reden. Diese scheiße Regio, ich wollte die töten, ich wollte sie töten. Ja, kann ich verstehen, aber du wirst noch deine Chance bekommen, Gunnar. Ich war auch dafür. Ich kann das auch nicht ganz verstehen. Er hat sie abgehauen. Die Furcht könnt ihr euch natürlich jetzt rausnehmen, wenn ihr die noch habt. Wie mache ich denn das? Auf Status, doch hast du noch, und dann Rechtsklick auf Furcht, habe ich dabei jetzt rausgenommen. Dankeschön. Ja. Und so geht ihr mit dem Brauwin Kuscharm diesen langen Gang hinunter bis zu dieser Geheimtür. Und passiert sie. Und dann kommt ihr, geht mal zurück. Wieso habe ich eigentlich Doppelschmerz? Der Weil du schon wahrscheinlich so wenig Punkte hast, denke ich. Du trägst wahrscheinlich Schmerz deines vertrauten Tieres. Ist ja dir. Schmerz 2, gibt es irgendwie. Was ist denn das da? Ich dachte nur, weil ich eben geheilt wurde. Und hier hat jetzt keine Ahnung, wie das sein kann. Ja, du hast wahrscheinlich immer noch zu wenig Punkte. Du kriegst wahrscheinlich ab, schwer verletzt ab 20. Was, wer kommt schwer verletzt auf euch zu? Den habe ich da jetzt hingezogen. Ohne. Den Brauwin. Achso. Achso, das ist der Brauwin. Ich hab den. Ja, Kiel, warte doch mal. Da ist so ein Abgrund, ein tiefer. Ja. Wie kommt ihr denn? In alten Weg. Stimmt. Nee, ich gehe da nicht mehr drüber. Können wir dem nicht den Astraltrank geben? Kann er kein Portal aufmachen? Also, ich meine, der hat einen geheimen Mega-Schatzraum irgendwo in seinem Haus errichtet. Er wird doch wohl irgendwie ein Portal nach Hause aufmachen können. Kannst du ja. das, Brauwin? Ich kann's versuchen. Das auf jeden Fall. Na, dann würde ich dem einen von meinen geben. Ausnahmsweise. Wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwie habe ich mich verlaufen. Rot, wo bist du? Hallo! Wo bist Rot? Du denn, Rot? Ich bin hier irgendwo. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier ist gut. Hallo, ich bin hier. Und wo bist du? Ja, da. Du musst einmal lang gehen. Dem Licht entgegen. Ja, ihr seid witzig, da kann ich überall nicht her. Oh. Ihr kollidiert mindestens mit einer von du musst über die Toten hinwegsteigen. Du bist wahrscheinlich unten in dem Kerker bist du reingezogen worden. Muss mal gucken, ob du hier vielleicht durch kannst. Ja. Guck mal, ob du den Zaubertrank benutzen kannst, Micha. 1D6 plus 8 hat er. Haha. 1D6 plus 8? Ja. Ja. Fäustchen, weil er voller Astral. 2 plus 8 sind 10 Punkte, kriegt er dann. Ja. Das dürfte reichen. Das sollte ich hinbekommen. Wer führt mich da eigentlich gerade so toll? Der Gunnar macht das. Gunnar, du bist wirklich der Beste. Ernsthaft. Hallo, hier bin ich. Wort vom Boronsberg. Ja. Und der Brauwin beginnt halt seinen Zauberspruch zu sprechen und formt mit seinen Händen ein Portal, das sich aufdehnt und größer wird und wo ihr dann die Lichtung vor seinem Haus sehen könnt. Und schnell, eilt euch durch,
muss den Zauber aufrechterhalten, solange ihr ihn durchgeht. Warte mal, wir wollten doch gar nicht zu seinem Haus. Ja, aber so weiter geht es nicht. Mist. Da stehen unsere Tiere doch auch, da müssen wir doch hin. Ja gut, dann würde ich leider... Steig da durch. Ja, rein. Alrigio geht rein, wer geht als nächstes? Auf jeden Fall. Ja, ich auch. Und ihr lauft aus unserer Gruppe gehen. Halt alle da durch und als ihr euch umdreht und Brauwin die Hand reichen wollt, seht ihr plötzlich, wie sein Brustkorb von hinten von einem Pfeil durchbohrt wird und der Tod auf den Boden zusammenfällt und das Portal in sich zusammenbricht. Nee, war Ilana, eine super Idee, Kiel. Danke. Ja, Ilana fängt an zu weinen, weil ihr Zaubertrank weg ist. Eine Verschwendung. Scheiße. Er hätte so ein guter Sugar Daddy sein können. Na los, auf die Ferne, wir müssen nach Boronsberg jetzt. Ah, das gibt's doch nicht. Aber wir müssen wenigstens irgendwie seine Leiche bergen, wenn wir uns erholt haben. Das ist doch scheiße. Der ist auf der anderen Seite. Du willst doch jetzt nicht da wieder zurück in die Höhle. Nein, nicht jetzt. Aber wir müssen da schon mal wieder zurück und wenigstens da rausholen. Das kannst du doch nicht machen. Wir sind doch total am Arsch. Wir haben jetzt diese Kackscherbe, die soll nach Boronsberg, aber im Endeffekt weiß keiner, was damit anzufangen. Ja, dann Papa. Vielleicht. Ihr glaubt doch nicht, dass mein Vater damit was anfangen kann. Der ist doch auch kein Magier. Ach, aber wir haben einen Magier bei uns. Hier, aber er hat doch einen. Einen da. Ein Hofmagier. Ja. Er ist brillant. In Boronsberg gibt es nur die besten Magier. Selbst Puni neidet um unsere Magier. Ich finde, wir sollten zu den Elfen gehen. Nein, das stimmt nicht. In Pudin sind sie nicht neidisch auf Boronsberg. Sie kennen das nicht einmal. Ja, sie sagen, dass sie es nicht kennen. Das ist eine altbekannte... Das ist Pudin halt. Also, ganz ehrlich. Die Boronsberger Magier sind überall bekannt. Über alle Grenzen hinaus. Wie so hier? Sehr, dass man verschweigt, sie zu kennen. Aus Ehrfurcht und Angst. Ich würde aufsatteln. Ja, ich steige auf eure Pferde und reitet dann Richtung Boronsberg. Das führt euch ja auch noch an Grubenstedt vorbei, ne? Kurze Frage, wie lange haben wir noch Zeit bis zum Vollmond? Das ist eine sehr gute Frage, warte mal. Natürlich bei der Dash da nochmal übernachten. Wir haben noch, wir haben ja schon die Tränke, aber es sind nur noch, Winstag und wir haben im Moment den Feuertag, ne? Es wäre heute noch der 16. Effat. Okay. Feuertag, genau. Und das ist noch 2 Tage. Ja. Ja, aber ich kann doch die ganzen Tränke brauen. Ich bin doch jetzt voll gut in Alchemie. Und ich habe ja auch ein paar Tränke mit für Gunnar. Ja. Ja, dann ab nach Boronsberg. Ja, und das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mich einfach wesentlich wohler fühlen würde, bei allem Respekt, Gunnar, wenn du die erste Nacht trotz Tränke und Salbe im Kerker verbringst. Ich habe 6 Tränke. Ja, weil ich glaube, du bist ja irgendwie runtergefallen, da sind Tränke kaputt gegangen oder wie war das, ne? Guck mal nach, wie viele noch da sind. Ja, aber tatsächlich die nicht. Und die Frage war auch, ob meine Brille kaputt geht, aber die ist auch nicht kaputt gegangen. Ja. Hat Kunda sich beruhigt inzwischen? Der ist jetzt immer noch so ein bisschen was beleidigt, aber beruhigt hat er sich schon mittlerweile. Ja, wenn er sich beleidigt hat, dann würde Arrigo sein Pferd neben ihm lenken und sagen, bei aller Liebe, Gunnar, aber das war ein harter Kampf. Hier. Und reich dir einen Heiltrank rüber. Danke. Ich mach einmal so einen Zwergen nach mit so einem und dann halte ich wieder ein Stückchen vor. Gunnar, lach mal. Wir sind jetzt voll umsonst diesen ganzen Weg gegangen. Jetzt ist er einfach gestorben. Ich kann das einfach nicht glauben. Wir wären auch beinahe gestorben. Ja, nicht nur beinahe, sondern eigentlich waren wir schon mehrmals. So Kolgarisch schwingen haben wir schon alle Rauschen hören, glaube ich. Wir sind jetzt bei diesem Haus, ne? Und wir reiten noch von da jetzt, denke ich. Ihr reitet von da weg, denke ich, ne? Ja. Ja.
Ach ja, ich meine, die nächste Kerbe für Gunnars Axt wird kommen, da bin ich mir sicher, aber es wäre ganz toll, wenn wir die alle erleben würden. Du hast gesagt, wir kommen an Grubenstedt, kommen wir noch vorbei, ne? Jo. Finden wir da vielleicht auch schon eine Möglichkeit, um uns zwischendurch aufzupäppeln? Ihr könntet da übernachten, aber ansonsten jetzt eher nicht. Grubenstedt ist ja ein relativ kleines Ort. Warte mal. Wir könnten auch noch mal eine Runde was trinken gehen. Das haben wir jetzt schon länger nicht. Warte mal. Taverne, Werkstätten und Geschäfte. Doch, Hildebrands Tränke gibt's da. Ein kleiner Laden, der Heiltränke, Kräuter und gelegentlich magische Artefakte verkauft. Ja, Hildebrand, der Alchemist, ist ein kauziger, aber genialer Geist, der sein Wissen gerne teilt. Wow, tja, okay. Wie gemacht. Rein da. Und erstmal Smalltalken mit Ilana. Erstmal so komplett Blut überströmen. Erst einmal werde ich den Laden fluten durch meine Anwesenheit. Denn Mord von Morotsberg beehrt den Inhaber mit seiner... Palim, palim geht die Tür auf und eine mit Blut versiffte Ilana und ein stinkender Wot von Morotsberg kommen herein. Besser ein stinkender Wot von Boronsberg als gar kein Wot von Boronsberg. Er guckt so ein bisschen hoch und lupft sein Monokel. Tja, da schau einer an. Ein Boronsberger kennt man. Wer, auch bei dem ganzen Dreck und Blut, den wir mitbringen. Wer zum Teufel seid ihr? Wot von Boronsberg ist mein Name und wir brauchen Hilfe, denn meinen Freunden und mir wurde böse mitgespielt. Wartet mal, seltsame Stimme, da hab ich bestimmt irgendwas. Ein Moment bitte. Er guckt so, hier hab ich was Erfrischendes für den Geist und ein Mittel, das die Stimme wieder tiefer macht. Alter Mensch. Ilana, kannst du das eben klären? Du hast die Fachkenntnisse. Sag ihm, wer ich bin und was du brauchst. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir in einen Kampf gekommen und mein Name ist Lady Ilana. Lady Ilana, ich habe die Ehre. Ja, bitte nicht mein verranztes Kleid beachten. Normalerweise, ich habe schon bessere Tage hinter mir. Aber wir bräuchten ein paar Heiltränke. Heiltränke, okay. Miriam, haben wir noch was an Heiltränken da? Und so ein... Ein jüngeres Mädchen, die wahrscheinlich so 12, 13 Jahre alt ist, springt halt zu so einem Regal rüber und guckt da halt und holt ein paar Ampullen rüber. Ja, ich hab hier welche. Also, Leuten in der Not soll man ja immer helfen. Das heißt, das geht aufs Haus. Und ich würde mit meinen Augen klimpern. Ich mein... Ja, nein, hier muss gar nichts aufs Haus gehen. Das geht natürlich alles auf das Hause von Boronsberg. Bitte schicken Sie meinem Vater die entsprechende Rechnung. Rechnung stelle ich nicht aus. Sie müssen schon ganz normal... Von Boronsberg werden Sie doch sicherlich eine Rechnung ausstellen. Immerhin ist das, Sie wissen schon, unsere Grafschaft. Die Grafschaft von Boronsberg ist hier leider nicht zuständig, der Herr. Die Grafschaft von Boronsberg kümmert sich nur um den Boronsberg und das Dorf oder die Stadt Boronsberg auf dem Hügel. Mehr hat ihr Vater leider nicht zu sagen. Also ich habe hier Heiltränke, die kann ich Ihnen euch gerne verkaufen, wenn ihr wollt. Was wird uns das denn kosten? Was wollt ihr denn für einen Heiltrank? Also, entschuldigt, dass ich gefragt habe, den von Boronsberg ist ja nur das Beste gut genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 240 Silberstücke pro Trank. Das sind 24 Dukaten, ne? Ja. Ich würde den gerne probieren zu überzeugen, dass man Frauen in der Not helfen sollte. Ansonsten wird man verflucht. Von solchen Frauen. Ja, ich würde den gerne probieren. Boah. Also
Also Rigo wird gerne in der Zwischenzeit mal gucken, ob er ein Badehaus oder sowas findet und sich ein bisschen waschen. Ja, das würdest du wohl finden. Kannst du dich irgendwie frisch machen oder da auch in der Taverne, die es da gab. Ja. Nein, ich lasse dir da keine Probe zu, dass du hier feilscht und meinst, du könntest jetzt hier günstig davonkommen mit deinem Prinzen an der Seite. Was? Aber guter Mann, 40 für 2 ist doch fair, oder? Nun, ich bin kein Spielleiter in einer fantastischen Abenteuergruppe. Ich bin Händler, ich muss davon leben und meine Mäuler stopfen. Also, 240 Silberstücke für die Guten. Ich habe natürlich auch günstigere, wenn ihr nicht so gut bei Kasse seid. Was hatte ich denn bisher für welche? Waren das Gute oder waren das Mittlere? Die, er meinte, sind die 1W6 plus 8. Das sind die Guten, ne? Ja, alles andere ist scheiße. Ja, aber reicht es nicht, wenn wir einfach übernachten? Eine normale Rast im Bett ist 1W6 und dann machen wir am nächsten Morgen... Ja, eigentlich können wir die besser in Bauernsberg kaufen. Hast du recht, da kostet uns dann nichts. Da hast du dann wieder Einfluss. Da kann ich wieder mit meinem guten Namen zahlen. Ja. Nun, der Herr 2 für 40 hören sich gar nicht so schlecht an. Tut mir leid, ich habe aber nur noch 35. Na, dann kommen wir leider nicht überein. Oh. Dann ist es eben so. Hab trotzdem Dank, ihr habt hier ein schönes... Nicht Geschäft. Dafür, nicht dafür. Kanntet ihr eigentlich Brauwin? Brauwin. Herrn Kuscharm, ja, natürlich. Ich soll euch Grüße ausrichten. Oh, hab Dank. Geht's ihm gut, dem Alten? Tu nicht gut? Das wissen die Götter am besten. So, ich verabschiede mich. Auf bald. Nun, auf bald, auf bald. Hast du den Namen wollt ihr jetzt gar nichts kaufen? Ich geh wieder rein. Also, Gunnar wird schon 2 Heiltränke für 40 nehmen. Gut, dann kannst du die aufstocken für 40. Haben Sie, entschuldigt nochmal, dass ich nachfrage. Ich würde ihm da, ihr kennt euch doch aus in dieser ganzen Alchemie und Zauberei und ich habe ihr Folgendes und dann würde ich ihm das Elixier, das Tierelixier auf den Tisch legen. Könnt ihr mir sagen, in welches Tier ich mich verwandle? Nein, das kann euch leider niemand sagen. Das kann euch nur... Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Ist das nicht ein immenser Zauber? Nein. Nein. Ja, aber was soll ich mit sowas? Warum sollte ich mich in ein Tier verwandeln wollen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wer will schon ein Schwein sein? Oder ein Hund? Ja, was ist, wenn es ein Lindwurm ist? Ein Lindwurm ist kein Tier, der Herr. Habt ihr etwas falsch verstanden? Ich habe einen getötet. Natürlich ist es ein Tier. Es blutet wie ein Tier, es schreit wie ein Tier und es läuft auf 4 Beinen wie ein Tier. Ich wusste immer, dass ihr keinen richtigen Drachen getötet habt, sondern nur einen Lindwurm. Mit dem Lindwurm bin ich angefangen. So. Das war eine und keine Oder-Geschichte. Verabschiedet euch von dem Oder und werdet zu einem Und-Menschen, denn nur durch das Und erweitert ihr euren blinden Horizont. Das schreibe ich auf. Gut, Kiel. Kell, ich finde, du kannst uns auch nochmal so ein Gedicht. Aber ihr seht, ich bin durchaus interessiert an etwas unkonventionellen Artefakten und Tränken. Sagt dir etwas hier, was mein Interesse wecken könnte? Nein, wir machen nicht so eine Nummer. Wir machen nicht so eine Nummer so, ja, ich frage mal und der Spielleiter haut jetzt mal kreative Tränke raus. Könnt ihr vergessen. Ja, das könnt ihr vergessen, solche Nummern. Ja, machen wir nicht. Ihr könnt da reingehen und sagen, ich will das und das haben und fertig. Ja, oder ich verkaufe euch irgendeine Scheiße. Das können wir auch machen. Dann verkaufe ich euch irgendwas und dann macht das was ganz anderes. Fand ich ganz lustig. Ja, okay. Hat vielleicht jemand im Badehaus seinen Kraftgürtel? Ich habe hier einen Trank der Schönheit, der Herr. Nicht, dass ihr ihn bräuchtet, aber das wäre doch was. Ich habe seinerzeit von einem Stab gehört, aus dem ein Feuerball kommt. Gibt es so etwas bei Ihnen? Nein, das gibt es nur in einer anderen Dimension. Da müsst ihr zu Dungeons and Dragons gehen. Ich hätte hier dieser Trank der Schönheit, der ist doch etwas. Für den nächsten Ball, da kann tut man... Tut allen einen Gefallen und streicht das Wort Artefakte aus eurem Repertoire. Da fallt ihr gehen. Richtig auf. Auf jedem Ball, da wird jede Frau oder jeder Mann nach euch verrückt. Ab der Wort Eitelkeit, dann müsst ihr mal dagegen würfeln, finde ich. Ja, aber da nicht zugreifen bei dem Ding.
Ich habe Eitelkeit. Ja, genau. Ilana kriegt ganz, ganz, ganz spitze Ohren. Ilana. Nee, aber ich. Also, ich mag den sowieso nicht. Der wollte mir nichts umsonst geben. Kann ich gar nicht verstehen. Ach so, gegen Eitelkeit. Ich würde vielleicht noch so Pastillen gegen Schmerzen. Gibt es anscheinend bei DSA? Muss man Schmerzen unterdrücken. Kauft ihm den Laden leer, was er hat. Also Kiel will einfach nur pennen. Abend vorher, kann ich nur empfehlen. Ach, da kann ich morgens im Fluss. Ja, dann ist aber schwieriger, die Krusten abzumachen. Viel Glück. Stimmt, dann gehe ich gleich ins Fluss. Hat der denn welche davon? Nein, habe ich nicht da. Ja, keine Schmerztabletten? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Muss jetzt eh gleich. Nee. Was ist denn ein Zielwasser? Ja, das ist halt also, besseres Treffen. Wir machen jetzt hier keinen lustigen Einkaufsbummel, Leute. Ihr könnt euch da heilen, wenn ihr möchtet, Heiltränke kaufen. Sonst gibt es jetzt gar nichts gerade. Ihr könnt mir eine Liste machen oder dann einkaufen gehen, wenn wir wieder weg sind oder zwischendurch oder was. Das ist mir egal, aber da müssen wir jetzt nicht hier die Spielzeit mit verplempern, dass ihr da jetzt in dem Inventar rumbummelt, ey. Kann ich noch die Badestube etwas untersuchen, auf Geheimfläche, ob einer einen Kraftgürtel oder sowas liegen gelassen hat? Ja, kannst du machen. Dann wird man noch etwas Zeit verbrennen, damit genau. Wir nicht vorankommen. Genau. Ja, also Ilana geht aus dem Laden raus, sie kauft da nichts. Sehr gut. Okay. Ich gehe mir auch waschen. Ich gehe auch raus. Okay. Gut, wollt ihr da übernachten oder wollt ihr zu Gabon? Ja, bitte. Alles. Bitte. Mal so eine Frage, da wo wir uns gerade drin rumgetrieben haben und die Dunkelelfen zermatscht haben, war das einer von diesen klassischen, von diesen Stollen, in denen, was ihn in der... Was für Stollen? Stimmt. Du warst abgehackt. Achso, es wurde ja gesagt, dass irgendwie in den Stollen immer wieder Menschen verschwunden sind. War das so ein Stollen oder war das mehr eine Naturhöhle? Das war mehr eine Naturhöhle. Ich habe vergessen, dass Gunnar mir noch Steine zerschlagen sollte, die ich mitnehmen wollte. Ich sag doch, wir müssen da wieder zurück. Einmal um den Leichnam zu bergen und ich brauche noch meine Steine. Du als Geologe. Wie weit ist diese Höhle von dieser Stadt, in der wir jetzt sind, weg? Weil sonst sollten wir vielleicht die Menschen Bürgermeister warnen oder sowas. Das wäre vielleicht ganz clever. Das war mitten im Wald, ne? Die gehören doch auch nicht zu Boronsberg, das ist doch völlig egal. Völlig egal, das ist doch so eine Horde von Dunkelelfen, wa? Habe ich recht, da so. Absolut. Das geht doch nicht. Wir verstehen uns, ja. Wir verstehen uns absolut. Absolut. Ach du Scheiße. Also, weil das ist ja schon eher untypisch, ne? Und eine ist entkommen, keine Ahnung, wie viele dann noch durch Portale wieder zurückkommen können. Ja. Und ob sie uns nicht heute Nacht besucht. Alle niedermetzeln oder so. Kann man mit magischen Magierleichen irgendwas anfangen? Weiß da einer was von? Magisch was? Magischen Magierleichen. Ja, wenn es denen um die Leichen gegangen wäre, dann hätten sie es wahrscheinlich schon gemacht. Also denen ging es wahrscheinlich mehr darum, herauszupressen, wo die Scherbe ist. Ja. Ja, ein Hoch darauf, dass wir sie genommen haben. Sichergestellt, ja. Vielleicht kriegen wir auch ja diesmal eine Belohnung dafür, dass wir das Unheil ferngehalten haben. Ja, Behalttränke wäre gut. Ich bin ja schon froh, wenn ich keine Peitschenhiebe kriege. Ich auch. Von deinem Vater? Von deiner Mama. Meiner? Die Peitsche hat sie mir mitgegeben. Ich mach sie hoch. Kannst du ja irgendwelche haben. Gunnar, was hast du zu sagen? Sollen wir nicht versuchen, einfach mal die Scheibe kaputt zu machen? Nein, das war mein Geschenk. Nein. Das ist meine Scherbe, die ich als... Achso, die Scherbe. Ja, die kann man kaputt machen. Nein, nicht die Scherbe kaputt machen. Vielleicht kann man daraus ein Schmuckstück machen, das wissen wir doch noch nicht. Oh, jetzt haben wir gar keinen glänzenden Kristall mitgenommen. Das sag ich doch. Deswegen will ich hier dann nochmal hin. Also wir müssen die Leiche bergen, weil wir können den armen, alten, fetten Mann da nicht liegen lassen. Er ist längst aufgefressen von diesen Hundewesen. Die Chakagra. Diese anderen, die wir zuletzt niedergemacht haben. Wir dürfen auch leider mit der Leiche von dem
Kuscharm nicht gesehen werden. Nachher gibt's wieder Stress. Achso, ihr glaubt meint ja dann, eh keiner. So ist es. Wie mit dem Werwolf, der sich zurückverwandelt hat und dann waren wir wieder die Bösen und. Richtig. Aber meint ihr, wenn wir nicht irgendwie mit so einem Adelsbrief hier, mit einem Auftrag von Borensberg irgendwie durch die Gegend reisen und sagen, hier die Leiche, das ist alles so gewollt, hier fragt. Ein Adelsbrief sollte man niemals missbrauchen, oder? Gewollt, das ist doch Schindluder treiben. Also ich würde es tun. So habe ich wohl kennengelernt. Und außerdem steht das auch so. Nichts hinterfragen, was einen Vorteil bringt. Ja, aber die Frage ist, bringt es einen Vorteil, eine Leiche durch die Gegend zu schleppen? Nee, aber den Adelsbrief zu missbrauchen. Ach so. Zu voll, benutzen. Das hättest du dir auch zu mal benutzen. Merken sollen, Alrigio, beim letzten Mal, als du deine eigene Haut gerettet hast. Ist wahr, ist nicht so ganz wahr. Ich habe ihn ja missbraucht, ich habe ja versucht, euch herauszuhauen, wisst ihr? Und der hat ja schon, was ihr nicht wisst, und ich sage es jetzt wirklich unter uns Freunden, wenn ich das sagen darf, ihr hättet eigentlich alle 50 Schläge bekommen. Ich habe ihn runtergehandelt, weil ich eben diesen Adelsbrief hatte. Also. Darf ich auf Menschenkenntnis würfeln? Ja, ich auch, bitte. Ja, dürft ihr. Aber erschwert. Ja, also fände ich auch okay erschwert sogar, weil wir befreundet sind. Also. Ja, da lügt man ja nicht. Nee, eben. Also, das halt aber, so Moment, ich frage mich übrigens, warum bei mir eigentlich und bei Wot nie, wenn der was behauptet. Das wir waren im Kindergarten zusammen. Oh ja. Das was ist heute eigentlich mit dir los? Heute den ganzen Tag. Aber Wot. Ja. Wot lieber als Jenny. Bei Wot nie. Wot nie. Elana hat dich nicht. Ich hab nicht gesagt, er hat dich Wot lieber. Ich hab gesagt, er hat dich lieber gehört. Das ist Spielerfrage. Also ich muss sagen, das ist schon echt nett von dir, Riegel. Warum hast du das nie erzählt? Das ist echt cool von dir gewesen. Ich prahle nicht so gern, weißt du. Das ist immer das ja, Ganze. Ja, ich meine, gut, Wot ist ja auch immer so bescheiden, verstehe ich schon. Das liegt bestimmt an euren Adelstiteln. Ja. Adel verpflichtet. Ich habe kurz davor, ihren bösen Vipernblick zu benutzen. Ihre Augen machen einmal so einen Blitz, aber lässt es dann doch sein. Dreht sich motzig um. Ich finde übrigens, dass, kein Wort. Dass Ilana würfeln, da finde ich übrigens nicht fair. Die war schließlich eigentlich gar nicht dabei an dem Abend, aber das ist egal. Ja, ich habe trotzdem Schläge bekommen. Ja, aber nur, nur erzählt. Die anderen mussten sie erleiden. Ja. Wot vor allen Dingen, der hat echt gelitten. Ja, wir mussten sie wirklich erleiden. Also bei uns ist Micha erst nach Hause gekommen, ne? Und dann durfte ich ihn an die Wand stellen. Dann ist hat er ganz pädagogisch gesagt, sucht euch die Haselrute selber aus, mit der ihr geschlagen werden wollt. Das tut mir mehr weh als euch. Genau. Glaub mir. Ja. So wie der Papst da mit liebenden Händen geschlagen ist in Ordnung. Ich werde dir meine Liebe schon einprügeln. Ja. Gut. Und danach gibt es dann aber irgendwie was zu beruhigen. Ja, ich finde, wir sollten uns jetzt erstmal ausruhen, dann kriegt der Gunnar noch seine 10 Bier. Ja. Dass es wieder gut geht. Oder Gunnar, ist das nicht... 10 Bier ersetzen einen Heiltrank, soweit ich bei Gunnar beobachten konnte. Komm Gunnar, wir suchen uns eine Schlägerei in der Kneipe. Oh nein, ich muss mich erst... Eine Schlägerei vielleicht nicht. Ilana spuckt mich an. Das kann nicht gut werden. Ich muss mich heilen. Hilf mir. Seid ein wenig speichelfixiert, Kerl, nicht wahr? Ja, hilf dir scheinbar. Erst dieses Leck in deinen Pfeilen. Eine Schlägerei in einer Kneipe suchen. Nein. Der Ort ist zu klein dafür. Und das ganze Dorf ausgerottet. Super, danke. Mal wieder. Ich schieße auf den Kneipentypen mit einem Brandpfeil. Gesagt, getan. Wenn das Haus geteert wäre, dann wäre ich dazu geneigt, es anzuzünden. Denn ja, da war ja was. Ich kann ja nichts dafür. Es war ja quasi in flüssigem Teer gehüllt. Und dann ganz ehrlich, für die paar Folgen haben wir schon mega viel erlebt in dem Abenteuer. Ne? Wir müssen noch einen Baum pflanzen. Irgendwann in einer Vergangenheitsdimension. Da war was. Ja. Ich hole so diesen kleinen Samen raus und streichel den so ein bisschen. Holst den kleinen Samen raus und streichel den so ein bisschen. Den aus meinem Rucksack. Ja, gut. Ja, schon klar. Lalala. Setzling vom Heiligen Baum, so heißt so, er. So, Leute, wie geht's weiter? Ja, schlafen. Borensberg, ist ja alles lustig, aber vorwärts bringt uns das leider nicht. Schlafen. Was wir machen. Wir würden nach dem lustigen Abend uns schlafen legen. Okay. In idealer Form.
dass wir regenerieren können und dann am nächsten Tag nach Moronsberg weiter. Der Alfi schreibt, Kneipenschlägerei ist die richtige Einstellung. Die Cthulhu-Gruppe hat die Kneipe geputzt. Weiß ich, verstehe Witz nicht. Sie haben gestern da geputzt oder putzen müssen. Ist doch alles scheiße, Leute. Jetzt machen wir weiter. Aber dann, ist das denn eine gute Unterkunft, in der wir sind? Das ist die beste am Ort. Das ist halt eine Minenarbeiterstadt, ne? Also. Aber es ist die einzige und beste am Ort. Ja, du fragst wieder, weil wegen der Punkte, ne? Deswegen fragst du. Es ist ein trockenes Bett, das ist entscheidend. Ey, so ein paar Punkte-Nutten hier, ne? Du bist alter Schwede. Aber ich hab ein bisschen Arbeit, das für die Hälfte der Lebenspunkte. Wisst ihr, was total witzig ist? Nee, pass auf, geht mal auf die Karte. Ja, so guck mal, Ferdok, ne? Leider total verbaut. Hör mal zu, so, jetzt gehst du mal von Ferdok nach oben zu Schwarztannen. Ja, musst du uns die Karte mal anmachen, ich kann da nicht drauf. Ist sie nicht, ey, du musst Aventurieren. Ja, Ferdok haben wir. So, und Ferdok, dann? Ne? Dann gehst du hoch, Bormel, Schwarztannen, Hirschfurt, weiter nach rechts, yippie. Hornbach, oder? Ja. Geil. Was? Wo ist Hornbach? Hornbach vor Gareth quasi. Auf dem Weg nach Gareth. Wir sind so nah an Gareth dran. Ja. Wusste ich jetzt auch nicht. Oh ja, das ist Hornbach. Ja, die heißen ja ganz lustig. Da gibt es auch Ratzingen und gerade noch Snieppensgurken und Haierbett und ganz viele lustige Namen auf der Karte. Ja, wenn die Autoren besoffen sind bei der Namensgebung. Ja, das haben die damals gesagt, die hätten aber eher geraucht. Reichsforst finde ich aber auch sehr schön. Ja. Ja. Kannst du auch nehmen. Untergras zum Beispiel gibt es da auch, ne? Ja. Neben Luring. Ja, was dürfen wir denn so jetzt heilen? Also, ihr dürft heilen. Was dürft ihr denn da heilen? 1 bis 6 plus 1, oder? Mit dem Bett. Wie fragt ihr euch? Frag ich dich. Nee, einfach Regeneration, oder nicht? Und dann Wurf, ne? Regeneration, ja. Und dann könnt ihr doch anhaken. Was für eine Nacht. Ganz normales Bett in der Taverne. Ja. 6. Toll. Ich hab komplett reingeschissen. So, Lagerplatz. Gute Unterkunft könnt ihr machen. Plus 1. Weitet denn nochmal? Auf diesen Mond musst du da rein. Mich finde ich nicht. Ich komme mir vor, als wenn ich mit so ein paar Senioren hier vom Rollatoren e.V. Brassat spiele, ey. Nee, Boronsberg. Ja, genau. Rollatoren vor. Auf den Mond unter Eigenschaften. Und dann plus 1 einstellen. Ja, aber jetzt mal. Brauche ich eigentlich nur noch. Wenn wir am nächsten Morgen wach werden, ne? Angbar war diese Elfenstadt. Zwergen. Ab wo war denn die Elfenstadt, von der wir gehört haben? Weiter nördlich, Nandarion. In dem Wald. Was auch sehr lustig ist, dass sie so nah beieinander liegen. Auch da können wir immer noch hin, Ilana. Ich denke ja nur, damit wir nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Ja, ich kann doch den Zahn. Wir sollten vielleicht erst noch nach Boronsberg, auch wenn ich deiner Freundin da vertraue. Eine gute Steinmauer wäre schon vielleicht ganz schön für mich. Wir könnten zu der Freundin auch noch einmal hinreisen auf der nächsten Etappe. Aber jetzt erstmal wollen wir seinen Vater über den tragischen Tod seines Freundes unterrichten und ihn wir müssen später bringen. Unverhinderbar war. Ja, das war wirklich nicht absehbar. Wir haben es ja wirklich probiert, ihn zu retten. Ja, da war wirklich, kann man uns nichts vorwerfen. Gar nichts. Den Vater auch einsehen. Wir wollten zwar ursprünglich diese Hütte, diese ganze Ding ausräuchern, aber das haben wir ja nicht getan. Haben wir nicht gemacht. Weil wir hier noch wiederkommen wollten, wegen der Kristalle. Ja, bitte. Ich habe ja bis 3 gezählt. Okay. Nicht deine Schuld, Gunnar. So, ich übernehme mal kurz, bevor es wieder ausartet. Ihr würdet euch aufmachen auf den Weg nach Boronsberg. Die Reise ist relativ ereignislos und ihr braucht so den ganzen Tag, bis ihr da ankommt. Das sind 50 Kilometer. Wenn ich jetzt sage, ihr braucht 10 Stunden, dann schreit ihr wieder, wir brauchen nur 8. Wenn ich sage, wir braucht 7 Stunden, dann sagt ihr, wir brauchen nur 6. Also, ihr seid halt dann abends. Irgendwann kommt ihr abends nach 5 Stunden an, genau. Ja.
Und ja, würdet dann da in die Stadt kommen und oben ins Schloss oder in die Burg gehen, um, weiß ich nicht, oder wollt ihr überhaupt in die Burg gehen? Vielleicht wollt ihr auch den Kristall irgendwo vor der Stadt verstecken oder was, keine Ahnung. Den nehmen wir schon schön mit. Was habt ihr denn vor mit dem Kristall jetzt überhaupt? Den wird damit zu Vater gehen. Wer hat denn den jetzt überhaupt? Alrigio. Etze. Und sieht ihr das genauso? Wie bitte? Ich hab den auch, ja. Sieht er das genauso, dass das der genau. Kristall das zu Alarich genau soll? So. Ich sehe das wie Vota. Mhm. Na gut. Ja, du kannst hier kein Zwietracht zwischen uns sehen. Wir sind der Adel so. Hält immer zusammen. Adel hält zusammen. Ja. Team Adel. Am Ende immer der Adel, ja. Komm mit in die Gruppe, wir sind Team Adel. Blut ist dicker als Wasser. Schreib das auf, Kiel. Okay, ich schreibe, also da, jetzt möchte ich aber auch Teil davon sein. Team Adel, ja, yeah, genau, du kriegst ein T-Shirt. Ich dien, steht da aber drauf, bitte. Nur 50 Euro. Dukaten. Genau. Für 50 Dukaten, Team Adel. Team das ist Adel. Nicht gut. Also ich sehe es genauso, wir würden hochreiten zur Burg. Ja. Ja, vielleicht kann dein Vater uns ja auch mehr über diesen Splitter erzählen. Ja, oder der Hofmagier, wie gesagt. Also. Ja, ich denke, wir brauchen auf jeden Fall mehr Auskunft darüber, was wir damit jetzt anstellen sollen. Wenn er nicht in diese Hände geraten soll, muss er sicher verwahrt werden. Das ist so. Und was hat es mit diesem Hammer auf sich, der diese Torwaller-Bestie dagegen diesen Schwurm geschleudert hat und sowas? Das sind alles komische Fragen, die ich mir nicht erklären kann. Ist denn der Braunwin ist doch kein Torwaller gewesen, oder? Ja, er ist auf jeden Fall auf den Schiffen mitgesegelt, ne? Also Torwaler war er nicht, aber frag mich nicht nach Details. Das fragen wir deinen Vater, der muss die Geschichte heute Abend erzählen. Vater. Ach, ja. Vater wird sehr viel wissen. Vater ist ähnlich gebildet, wie ich es bin. Vielleicht weiß der auch noch mehr über Draughammer. Ja, den meinen wir ja, den Hammer. Ja, ja. Draughammer. Ist okay. Ja, gut, Team Adel. Zum Schloss. Team Adel. Ja, ihr geht hoch zum Schloss. Euch begrüßen da einige Wachen, die die Tore flankieren. Und ein Bote kommt aufgeregt zu euch. Oh, Herr Voth von Moronsberg, wie war eure Reise? Kann ich euch eurem Vater vorstellig machen? Wollt ihr ihn sprechen? Es geht jetzt dich an, wie meine Reise war. Verschwinde, ich gehe zu meinem Vater. Okay. Schwere Reise, schlechtes Bett gehabt. Würde ich jetzt weitergehen, ich weiß ja, wo ich ihn in der Regel finde. Ja, wo findest du den denn? Ja, da in diesem Salon, wo er letztes Mal auch war. Ja, ihr geht zusammen in diesen Salon, da ist aber jetzt gerade keiner, ist alles leer. Ja, wo ist er denn? Vater! Wo bist du? Deine Stimme verklingt. Vater, nie warst du. Nee, kommt keine Antwort. Irgendjemand da? Irgendjemand anders? Dann nee. Stell doch einmal eine Bediensteten, der den holt. Mein Gott, dass mir auch keiner zur Hand geht. Bedienstete! Eine Dienerin geht da gerade lang mit Wäschebergen in der Hand. Kill dein Moment! Ja, ein Waschweib. Ein Waschweib. Kill, zeig, was du gelernt hast. Das hat mich ja sich selbst ins Knie geschossen. Ein Waschweib war jetzt nicht gut. Denk dran. Geht der Plot vorbei. Hallo. Entschuldigen Sie. Weibwasch. Du sollst sie nicht so nennen. Ja. Ja, hallo. Ja, hallo, wie ihr seht, Voth von Boronsberg und wir. Wir Team Adel. Team Adel, ja, genau. Müssen zum Herrn des Hauses. Zum Herrn des Hauses? Wo finden wir den? Aber den habt ihr doch da bei euch. Wo finden wir den Herrn Boronsberg Senior? Oh, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich komme gerade aus dem Hof und habe die Wäsche abgenommen. Wäsche? Ja, normalerweise ist der Herr Alarich von Boronsberg hat einen. Hey Ulrika! Hi! Schön, dich zu sehen! Erinnerst du dich noch? An mich? Angst erfüllt.
Herr von Boronsberg, euer Lordschaft, wie also kann ich euch förmlich zu Diensten ich sein? Ich. Alles gut. Wo ist mein Vater? Wo treibt er sich rum? Ich habe keine Ahnung, Lord. Keine Glocken. Mein Vater ist doch immer in seinen Räumen hier. Ihr müsst doch wissen, wo er sich rumtreibt, wer hier ist. Ist er ausgeritten oder ist er... Nun, normalerweise weiß doch der Bote Jürgen immer, wo euer Vater Jürgen ist. Jürgen habe ich nicht getroffen. Und begrüßt alle am Tor. Ja, der hatte zu tun. Der hatte gesagt, da werde ich mal mit Jürgen sprechen. Komm, wir gehen zu Jürgen. Ich ruf Jürgen! Mein Gott, ey. Dass mir auch keiner da weiterhilft. Ach ja, Boot kriegt da noch einen Klapp von Ilana. Ja, ihr lauft durch die, wieder gut. Und ruft Jürgen. Jürgen! Ich würde ja noch... Arigio, sag mal, ist es bei euch auch so schwer, gutes Personal zu finden? Es ist einfach immer die Hölle. Wenn man da kein gutes Händchen hat, ist es schwierig. Wie hieß denn der Typ am Tor, der uns begrüßt hat? Keine Ahnung, ich erinnere mich an keinen Typen am Tor. Also der war völlig daneben, so begrüßt man doch nicht seinen Herrn. Ganz schlimm. Vielleicht weiß der, wo Jürgen ist. Ja, wir fragen ihn vielleicht mal. Gunnar, hilf doch auch mal. Jürgen! Gunnar 1? Jürgen! Aber gut, dass der nicht Jörg heißt, das denken die alle, eine Frosch-Invasion steht bevor. Jörg! Wenn du zu viel getrunken hast, musste man den Jörg rufen. Ja. Jörg! Ja. Ja. Da kommt ein Jürgen oder kommt kein Jürgen? Wir gehen da Richtung Tor. Kein Jürgen zu sehen. Ihr lauft da durch. Ich weiß nicht, wo ihr als nächstes hin wollt. Richtung Tor hatten wir gesagt. Wieder gucken. Richtung Tor, ja. Mit dem Typen, ja, der uns begrüßt hat. Geht da gucken, da ist aber kein Jürgen. Ist da eine Wache? Muss da irgendjemand sein? Die Burg ist doch hier. Guter Mann, ihr seid doch hier Büttel und passt auf, wer ein- und ausgeht. Ja. Wo ist denn der Herr von Boronsberg Senior? Das kann ich euch nicht sagen. Er muss irgendwo in der Burg sein. Vielleicht. In den Stallungen oder in der Küche oder... In den Stallungen? Es kam doch gerade der Bote, den habt ihr doch weggeschickt, oder nicht? Ich hab keine Ahnung, wer Jürgen... Das war Jürgen? Das war Jürgen. Bemüht euch doch mal ein wenig. Wie stehe ich denn jetzt vor meinen Freunden da? Nur weil ihr hier keine Organisation da habt, wenn Vater und ich nicht da sind. Aber es ist ja fürchterlich hier. Aber dafür ist doch Jürgen zuständig. Jetzt bringt mich nur nach meinem Vater. Das kann doch nicht wahr sein hier. Was wollt ihr denn nach meinem Vater? Jürgen? Ich bin nicht Jürgen, ich bin Klaus. Ist Jürgen euer Vater? Nein. Warum Bernhard. Nicht? Bernhard heißt mein Vater. Warum ist meine Jürgen Mutter, nicht dein Vater? Die heißt Bianca. Ich bin Gunnar. Hallo Gunnar. So, könnt ihr jetzt bitte einer von diesen beiden Wachen Jürgen suchen? Es ist dringend, es geht um Leben und Tod. Ja, in dem Moment kommt Jürgen vom Abort. Was? Und hat seinen Platz verlassen, Boot. Kommt dann an. Jürgen, was machst du da? Ich musste austreten. Ja, jeder muss mal austreten oder was? Und was passiert hier mit dem Tor? Willst du das ganz halb Al-Anfa hier einfällt oder was ist los? Los, zack. Wo ist mein Vater? Diesmal will ich eine Antwort wissen. In seinen Gemächern. Habt ihr da nicht nachgeguckt? Ich habe meinen Vater nicht finden können. Bringt mich zu ihm. Ja, dann folgt mir. Das hatte ich doch gerade schon vor. Bitte? Bitte? Also, dass man die Widerworte hat, ist aber ungewöhnlich. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Jürgen, ich glaube, du schweigst jetzt besser und bringst uns. Ja, und Jürgen bringt euch dann hoch zum Gemach deines Vaters und die anderen Bediensteten, die da so drumherum stehen, die müssen sich so ein bisschen ein Lachen verkneifen. Dazu wurde nochmal, bevor er die Tür öffnet, also, die können froh sein, dass du so gütig bist. Bei uns hätten sie 10 Stockschriebe mit Sicherheit gehabt für die Frechheit. Ja, manchmal halte ich das auch für den besseren Weg, allerdings ist mein Vater da ein wenig verweichlicht und ich will mich da jetzt nicht einmischen, solange der Alte noch lebt. Da tust du recht. Ja, und ihr würdet dann bei Woods Vater ankommen. Vater! Oh, mein Sohn, da bist du ja wieder. Was, wie ist eure Reise vonstatten gegangen?
Was habt ihr mir zu berichten? Team Adel. Hallo, es war voll grausam. Wir wurden. Ja, fangen wir vielleicht vorne an. Es gibt auf jeden Fall schlechte Neuigkeiten. Naja, die gute Neuigkeit ist, wir haben Brauwil gefunden. Okay, das hört sich doch gut an. Und wie geht's dir mal? Ist das nicht gut? Grüne Kobolde im Wald. Ja, das war schlecht. Genau. Vater Brauwin ist tot. Was willst du damit sagen, mein Sohn? Das ist nicht so zweideutig, oder? Ja, aber... Kurze Fassung, Brauwin hast du versagt. Wurde von Chakara entführt und wir du haben... Du hättest ihn retten müssen. Ja, ich weiß, das war meine Mission, aber setz du dich mal bitte gegen die Chakagrin in anderen Ländern durch. Die waren zahlenmäßig hoffnungslos überlegen. Was ist passiert? Ja, aber ihr hättet euch doch reinschleichen können. Ach, wir das haben alles versucht. Zermetzelt reinschleichen. Wir sind Männer von Ehre. Wir haben das 1, 2, 3, zack, durchgehauen. Was und als wir dann auf dem Weg nach draußen waren, war Brauwin so unvorsichtig und hat sich von der Gruppe losgelangt und ist deswegen durchbohrt worden. Was hat das du kannst aber von Glück reden, denn wir haben das Eigentliche, den eigentlichen Schatz, haben wir retten können. Aber was hat das Ganze mit Getreide zu tun? Getreide? Ihr seid Männer von Ehre. Ehrenmänner. Ehrenmänner. Da kennt sich die ganze Familie Boronsberg irgendwie nicht mit aus. Mit Ehren. Die brauchen ja nur Bier hier. Also, was habt ihr da für einen Schatz? Zeig her. Also, wir haben unter schwierigsten Rätseln und dem Einsatz unseres Lebens dieses Artefakt sicherstellen können. Ich zeige Ihnen das. Es ist die. Ja. Und Brauwin meinte, als wir ihn, nachdem wir alle dem Tode wohl nahe waren, befreit hatten, dass wir dieses Artefakt dringend nach Boronsberg bringen sollen, was wir getan haben. Allerdings, wie Wurt eben schon erwähnte, war er bei der Flucht etwas unvorsichtig und hat sich selbst nicht geschützt, ein Portal geöffnet und irgendein dreckiger Chakagra hat ihm einen Pfeil durch seinen Leib gejagt und das Portal ging wieder zu, was uns aufgrund des magischen Verständnisses von Ilana bedeutete, dass er wahrscheinlich sein Leben ausgehaucht ist und über das Nirgendmeer zu Boron gefunden hat. Ihr habt es aus... Wir haben es sichergestellt, weil wir wussten, es wird gesucht. Das Haus liegt mitten im Nirgendwo und wird jetzt schon frequentiert von den Dunkelelfen. Sie gehen quasi ein und aus. Können wir sagen. Brauwin sagte, die Scherbe wäre ausschlaggebend für das Gleichgewicht. Und deswegen haben wir es nach Boronsberg gebracht, wie er es uns aufgegeben hat. Wir brauchen von euch jetzt nähere Informationen, damit wir weitermachen können auf der Suche nach... Ja, wir wissen es selbst nicht, um diese Leute aufzuhalten. Habt ihr Informationen über eure Identität preisgegeben? Ich erzähle niemandem, dass ich ein von Boronsberg bin. Es sei denn, man erkennt mich. Du weißt, ich bin eine Prominenz in diesen Ländern. Da kann man nun mal machen, was man will. Da hilft auch alles Dreck und Blut leider nicht. Also, den Weisen erkennt man auch. Also, wenn die Chakagra zum Beispiel nach Obenstedt gehen würden, um zu fragen, ob Fremde dort waren. Nein, da würden sie sagen, Fremde, nicht nur die von Boronsberg waren da. Die waren sehr umsichtig. Das machen ist nicht sehr gut. Das sind keine guten Neuigkeiten. Nein? Er würde nach Magister Linus klingeln. Und der alte Magister kommt halt rein. Linus, mein Freund, mein Sohn hat ein Artefakt mitgebracht. Es muss in sichere Obhut begeben werden. Könnt ihr euch darum kümmern? Hat Linus eigentlich eine Decke dabei? Sowohl, mein Herr. Verzeiht, Magister Linus, aber ein großer Magier hat es schon einmal verloren gegen die Dunkelelfen. Seid ihr sicher, dass ihr in der Lage seid, dieses Artefakt zu schützen? Nun,
kümmert ihr euch um eure Aufgaben und ich werde die meinen erledigen. Aber vielleicht ist das unsere Aufgabe? Also bisher war das Artefakt bei Arregio sehr sicher. Nun, aber was machen wir jetzt damit? Wisst ihr, das ist kein Artefakt, was man mit sich rumschleppt und in seinem Rucksack vergisst. Tja, das wissen wir ja an der Stelle nicht. Es wird ja hier nicht mit offenen Karten gespielt. Wir werden quasi in den sicheren Tod gejagt, dafür sind wir gut genug. Aber wenn es darum geht, was es jetzt mit diesem Gleichgewicht auf sich hat und ähnliches, da wird sich hier ein Schwein gehüllt. Welche ominöse historische Bande ist denn hier im Hintergrund am Agieren? Ich verstehe es nicht. Auf einmal greifen uns Chakarin an. In einer Höhle. Hunderttausende sind es. Wir finden... Du kriegst eine ordentliche Backpfeife von deinem Vater. Ich beuge mich einmal vor zu dem Herrn von Boronsberg und sage, ihr müsst verstehen, euer Sohn ist noch sehr emotional angepackt. Die Lana war dem Tode nah. Schweig jetzt! Wo ist dein Respekt mir gegenüber? Entschuldige, Vater. Ihr wisst gar nicht, was ihr da rangeschleppt habt. Dieses Artefakt ist eines von mehreren, was die Chakagra für sich beanspruchen wollen und was sie zusammensetzen wollen. Sieht aus, als würden... Also schon verzeiht. Wenn sie dieses Artefakt zusammensetzen, bedeutet das den Untergang dieser Welt. Wäre es... Also, ich habe es mir genauer angeguckt. Es scheint so zu sein, dass man es wie einen Dolch verwenden könnte, wenn ein Schaft dort wäre. Wenn ihr aber sagt, es dient, wenn es zusammengesetzt wird, eher dem Untergang unserer Welt, dann frage ich mich, kann man es nicht zerstören? Nein, es ist nicht zerstörbar. Linus, sonst dieses hätten, andere Artefakt, sonst hätte die Bruderschaft es ja nicht ständig versteckt. Linus, das andere Artefakt, was ich hier auch schon mal gezeigt habe, ist das auch eins davon? Nein, Lady Ilana, das hat damit gar nichts zu tun. Ihr habt ein altes elbisches oder elfisches Artefakt. Das hat mit diesem hier nichts zu tun. Okay. Was ist, wenn wir die Scherbe bei dem Elfenartefakt verstecken? Niemand würde glauben, dass sie zusammen sind. Was ist denn, wenn wir das Elfenartefakt bei dem Dings verstecken? Wäre auch eine Möglichkeit. Das Dumme ist, es bleibt in unserem Rucksack. Die Frage ist doch, da müssen wir diesem ehrenwerten Markus vertrauen, der ja unsere Ilana ausgebildet hat. Inwiefern sind wir in der Lage, dieses Artefakt zu schützen und inwiefern ist er in der Lage, dieses Artefakt zu schützen? Wir werden dieses Artefakt hier in unseren Mauern beherbergen, aber wir müssen sehen, was wir damit tun können. Und wenn die Chakagra hier angreifen? Diese Dreistigkeit werden sie hoffentlich nicht besitzen. Ja, aber nachts sind sie durchaus zu allem befähigt. Vor allen Dingen haben sie so komische Hundewesen in ihrer Gefolgschaft. Nun, aber dies ist eine befestigte Festung und keine Höhle oder irgendein Waldstück, das sie so eindringen können. Rauwin hatte eine extra Kammer dafür angelegt, das durch ein Portal zu öffnen war. Es war eigentlich recht gut ausgeklügelt. Könnt ihr auch etwas dergleichen anlegen? Natürlich nicht. Brauwin war ein mächtiger Magier und der hatte lange Zeit, diese Vorbereitung zu treffen. Ich würde mal in meinem Rucksack rumkramen und würde so einen bronzenen Briefbeschwererbär rausholen und sagen, der hat mir immer Glück gebracht. Den könnt ihr zusammen mit dem Artefakt verstecken. Was ist mit ihm los? Er hat einen auf die Murmel gekriegt. Nicht nur einen. Und dann geht mit ihm in einen Tempel und lasst ihn heilen. So muss ja keiner leben. Also bitte den Gunnar in Ruhe lassen. Wir haben alle Schlimmes durchgemacht. Nun, also wir werden das Artefakt erstmal hier behalten und müssen sehen, wie wir die Bruderschaft kontaktieren können. Vielleicht sollten wir Boronsberg auf Verteidigungsmodus stellen. Mein Sohn, ich glaube, diese Dinge überlässt du besser uns. Tja, dann bin ich jetzt raus aus der Geschichte. Siehst du richtig? Ja, aus dieser Geschichte bist du auf jeden Fall erstmal raus. Das siehst du richtig. Aber wir werden uns schon darum kümmern. Mission erfüllt. Was ist denn mit den anderen Artefakten? Ihr habt erzählt, dass ihr das zusammensetzen wollen und dann ist es ganz schlimm.
Ja, die. Sind die denn sicher? Ich weiß gar nicht, wo sie aufgehalten, wo sie sind. Ich habe euch doch gesagt, dass es nicht gut ist, zu viel über diese Sache zu wissen. Denn falls jetzt jemand von uns die anderen Aufenthaltsorte dieser Artefakte wüsste und die Chakagra würden denjenigen in die Hand nehmen, dann hätten sie den Schlüssel zu allen Orten, das stimmt, in denen sie etwas finden. Von daher. Raubin erwähnte noch den Namen Ranga. Was hat dieses Artefakt mit Ranga zu tun? Ranga, war das nicht der Typ aus dem... Also ich weiß, wer das ist, aber Arigio weiß das nicht. Das. Nun, ihr scheint doch schon mehr zu wissen, als für euch gut ist. Also, es gibt eine alte Sage, die bei den Torwalern oben im Norden erzählt wird. Sie berichtet von einem schweren Kampf, der vonstatten gegangen ist. Die Baden oben Norden erzählen sich an den Lagerfeuern. Ich versuche sie einmal wiederzugeben. In den kalten, sternklaren Nächten, wenn der Wind die Geschichten der Ahnen zu den Ohren der Lauschenden trägt, erzählt man sich in den Langhäusern Torvalds von Drauchhammer, dem Hammer der Drachenbannung und dem ewigen Kampf zwischen dem Gott Walswaffnir und der Weltenschlange Ranga. Es war in einer Zeit, als die Götter noch unter den Sterblichen wandelten und die Welt von mächtigen Kreaturen heimgesucht wurde, dass Ranga, die Weltenschlange, durch die Meere glitt und Unheil über die Länder brachte. Ihre Macht war unermesslich, ihr Zorn grenzenlos, doch in den Herzen der Yaldinger brannte eine Flamme, die selbst die Dunkelheit der tiefsten Abgründe nicht zu löschen vermochte. Unter ihnen, da gab es einen Schmied, dessen Kunst über das Vermögen der Sterblichen hinausging. Er schuf aus dem Herzen eines gefallenen Sterns und dem Salz der tiefsten Meere einen Hammer, den er Drauchhammer nannte. Dieser Hammer war bestimmt, die Balance zwischen den Welten wiederherzustellen. In der dunkelsten aller Nächte, als ein Sturm die See peitschte und die Sterne hinter den Wolken verborgen blieben, trat ein Held der Chaldinger, Jorundrus Kaldensang genannt, hervor, um an der Seite Swafniers gegen die Weltenschlange zu kämpfen. Swafnir, der Gottwal, Wächter der Meere und Führer der verlorenen Seelen, stellte sich Ranga in einem Kampf, der die Grundfesten der Welten erschütterte. Mit Drauchhammer fest in der Hand und dem Mut der Legenden gebiert, stand Jorundr an Swafnirs Seite. Der Kampf war lang und verheerend, die Meere kochten und die Winde erzitterten vor der Wut der Giganten. Doch als die Morgendämmerung nach 5 Tagen den Himmel in sanftes Licht tauchte, geschah das Unfassbare. Jorunr gelang es, Ranga einen vernichtenden Schlag zu versetzen. Mit der Rauchhammer trennte er der Weltenschlange den Leib, die floh in die Tiefen der Meere, geschwächt, aber nicht besiegt. Seit jenem Tag, so erzählt man, reist Ranga durch die Meere, verzweifelt bemüht, wieder zu wachsen, während Swafnir sie jagt, um sicherzustellen, dass ihre Macht nie wieder eine Bedrohung für die Welten darstellt. Doch Drauchhammer, der mächtige Hammer, verschwand in der Zeit. Verloren auf einer Insel, die kein Sterblicher kennt, wartet er darauf, von einem wahren Helden gefunden zu werden. Die Torvaler glauben, dass der Tag kommen wird, an dem Drauchhammer wieder in die Hände eines Würdigen fällt. Ein Held, der das Herz eines Yaldingers besitzt und den Mut hat, sich den Dunkelheiten dieser Welt zu stellen. Erst dann wird der ewige Kampf vielleicht ein Ende finden. Und diese Geschichte steht im Hintergrund der ganzen Dinge, die dort passieren. Raubin hatte ein Bild in seinem Haus von dieser Szene. Das kann gut sein. Er war dieser ganzen Geschichte sehr verfallen. Nun ist, ja, dieser... Die Dunkelelfen, seht es richtig, die wollen... Sind Team Seeschlange, also Team Weltenschlange? Die Legende geht noch ein wenig weiter, nur ist sie in dieser Form nicht in den Legenden der Chaldinger oder Torvaler festgehalten. Die Geschichte erzählt, dass ein zweites Artefakt Bestand hatte, das
der Schattendolch genannt wurde. Und angeblich ist es möglich, mit diesem Schattendolch die Seeschlange zu rufen und sie zu alter Macht erstarken zu lassen. Und dies, was ihr dort in der Hand haltet, diese Scherbe, das ist die Klinge dieses Schattendolches. Versteht ihr jetzt, warum es wichtig ist, dass die Chakagra diese Teile nicht finden? Aber dann muss ich auch noch so einen beipflichten. Ihr müsst alles tun, um die Verteidigung hier aufzunehmen. Die werden ja alles daran setzen, diesen Dolch zu bekommen. Wir müssen schnell sein. Wir müssen Boten schicken. Wisst ihr noch etwas über diesen Hammer zu sagen? Ich meine, es wäre ja die Waffe schlechthin, die böte sich an gegen die Bösen sozusagen. Ich weiß davon leider nichts, aber die Bruderschaft des Meeres wird uns dort weiterhelfen können. Aber dann sollten Sie bitte, bei allem Familienzwist, den Sie gerade mit Ihrem Sohn hatten, und die Schelle hat er wirklich verdient, das muss ich sagen. Aber bitte, dann beauftragen Sie ihn, er ist derjenige, der in der Lage ist, dem nachzugehen. Wir haben doch alle gezeigt, dass wir da bereit sind, unser Leben einzusetzen. Jede Ohrfeige meines Vaters hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Von daher war jede Ohrfeige gut eingesetzt. Ich bin meinem Vater nicht böse, was das angeht. Und ich gebe dir recht, die Zeit drängt. Vater, wenn du uns oder mich in irgendeiner Form gebrauchen kannst, weißt du, dass unsere Waffen und unser Verstand dir immer zur Verfügung stehen werden. Nun, dann wäre euer Weg, dort zu suchen, wo ihr nach der Bruderschaft des Meeres sucht. Es soll Hinweise in Gareth geben. Oh, Gareth, wie schön. Nein, vergiss es, wir nehmen Angbar. Das ist so. Wir nehmen Angbar. Danke. Das ist nicht so kompliziert. Es soll Hinweise in Angbar geben. Und er gibt dir so ein Medaillon, auf dem so ein Zeichen von der Bruderschaft des Meeres. Ich habe aber gerade geguckt, das habe ich noch nicht hochgeladen. Das würde ich euch dann einmal nachreichen. Schaut euch um in Angbar. Guckt, ob ihr dort irgendwelche Hinweise auf die Bruderschaft seht. Damit wir weißt du mit nur ihnen in Kontakt treten können. Hast du auch einen Namen für uns? Nein, ich habe leider keinen Namen. Brauwin war das Element, was das Ganze verbunden hat. Und auch dort schaut die Bruderschaft immer, dass sie möglichst wenig Informationen über andere Ortschaften weist. Gehen wir davon aus, dass sie uns ansprechen oder müssen wir aktiv nach ihnen suchen? Ihr könntet das Amulett offen tragen und nach ihnen suchen. Ja. Wie gesagt, es müssen irgendwo Hinweise in Angbar sein, die darauf schließen können, wo ihr sie finden könnt. Früher oder später, mein lieber Freund Gunnar, wird uns das Ganze wahrscheinlich nach Torwall bringen. Vielleicht etwas, was dein Herz erfreuen wird. Boote. Also die Bruderschaft des Meeres ist auch für ihre Boote bekannt, muss man ganz klar sagen. Ja, wer weiß, ob die nicht sogar ihren Hauptpunkt irgendwo dort haben. Vater, wir haben allerdings noch eine kleine Sache, die uns ein wenig hemmen wird, zumindest um jetzt zeitnah aufzubrechen. Und das ist der drohende Vollmond. Seid ihr nicht erfolgreich gewesen mit eurem Freund? Halbwegs. Wir haben Utensilien bekommen, die durchaus hilfreich sein können. Wir gehen davon aus, dass sie tatsächlich Wirkung zeigen, aber wir können nicht auf Nummer sicher gehen. Das ist die erste Verwandlung. Ich hätte ein wesentlich besseres Gefühl dabei, wenn Gunnar, der nun mal von Natur aus schon ein heißblütiger Kandidat ist und zum Berserker neigt, die erste Nacht tatsächlich im Käfig verbringen würde. Nun, dann bleibt hier. Der Vollmond wird morgen Nacht sein. Dann machen wir das so. Dürfte ich da dann nochmal kurz eine Frage zwischenstellen? Und zwar, gibt es hier auf dem Hof von Boronsberg einen Magier, der sich mit der Anderswelt auskennt? Der Linus guckt so ein bisschen. Also die Anderswelt, das ist mehr der Bereich von Druiden. Hexen wie eurer Freundin Ilana. Eher weniger mein Metier. Wieso? Was habt ihr mit der Anderswelt? Naja, das könnte ein Schlüssel sein, um Gunnar dann zu heilen. Wir haben hier so ein
magischen Setzling von einem wichtigen Baum, aber dazu müssen wir mit der Anderswelt arbeiten und da drin ganz viele Jahre vergehen lassen, ohne selber zu altern, und dann mit diesem neu riesigen gewachsenen Baum könnten wir Gunnar heilen. Alles. Nun, ich vermute, dass die Elfen von Nandarion euch da helfen können, aber ihre Stadt zu finden wird nicht einfach sein. Es heißt, dass dieser Wald verzaubert ist. Ein Labyrinth, durch das nur die klügsten Köpfe kommen. Dann sind wir die Richtigen, denke ich. Ja, kann man mit verzauberten Bäumen Boote bauen? Bestimmt, Gunnar. Wir müssen ja sowieso die Rinde abmachen. Hm. Also, danke für die Antwort. Ja. Es ist sogar noch weiterführend, Kerl, was du sagst. Eigentlich ist dieser Baum wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass die guten Säfte hier wieder in den Wäldern sprießen und nicht das verderbte Zeug dieser Elfen, dieser dunklen Elfen. Ja, ich weiß auch nicht. Das war halt alles sehr, also wie auch immer der in Flammen aufgegangen ist und wie dramatisch das auch war. Aber wie Wot so schön sagte, es nützt ja nichts, dann irgendwie in die Vergangenheit muss, zu gucken. Man muss das auch den außen mit der Wurzel ausreißen und neu pflanzen. Das ist schon in Ordnung, denke ich. Ja, wir müssen immer in die Zukunft schauen. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut und spielen dann nächste Woche dort weiter. Dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern für das Zuschauen. Wir waren heute eigentlich fast ständig über 30 Zuschauer. Richtig cool von euch, dass ihr so lange dabei wart, besonders mit diesem langen, langen Kampf am Anfang. Ja, und dann schauen wir mal, was so dabei rumkommt. Ich wollte euch eigentlich diese ganze Geschichte gar nicht so früh geben, aber ich glaube, die passt jetzt ganz gut hier rein. Ja. Ich glaube, alle wollten einfach nur sehen, dass wir sterben. Das kann natürlich auch sein, ja. So, wir gucken mal, ob wir noch was raiden können hier. Reicht mir hier nichts an. Kanal raiden, haben wir noch irgendwas? Kann Dante einer von euch machen. Van Hell. Dante. Ach, das ist schon ein sehr guter Name. Zusammengeschrieben oder? Alles zusammen. Dante Van Hell. Tabletop RPGs. Okay, dann kommt noch mal einmal rein. Die spielen Call of Cthulhu in One-Shot. Gehen wir aber einmal rein.